aspiriert mit Nitrogen, deswegen haben wir hier die ganzen tollen Gebäude auf der Bahn. Und jetzt müssen wir uns nur erstmal irgendwie finden, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich bastel mir erstmal was zum Anziehen. Ja, habe ich auch schon. Genau. Damit ich nicht mehr nackt bin. Nicht nett, aber praktisch. Hallo Mausi, ich kenne dich zwar nett, aber wenn du spielst mit Norsi und Andi, Prost Malz, also so schön sind wir nur auch nicht hier. Ja, nun, also. Mausi, ich komme mal zu dir rüber. Das Einzige, was passieren kann, dass ein bisschen Chaos in Kisten entsteht, aber ansonsten... Ja, ja das ist ja ein bisschen ist relativ... Also ehrlich, das zuckt mir jedes Mal in den Fingern, wenn ich diese Kisten sehe. Gott sei Dank kannst du dieses Mal selber sortieren, BM. Da bin ich aber froh drum. Wir schaffen ran und ihr sortiert oder irgendwie so. Aber erstmal müssen wir uns mal finden, ne? Ich weiß nicht, ich bin ja immer noch kilometerweit weg von euch. Also BM ist ganz dicht bei mir. Ah. Ja, dann laufe ich am besten mal in... Oder so. In eure Richtung. Wir machen jetzt erstmal fertiger einen Holzknüpp. Ich muss Holz. Viel Spaß beim Messing sortieren. Oh, Jungs, ich kann euch noch nicht. Apropos Messing sortieren. Dennis sagte, der Erste, der einen Schraubenschlüssel findet, soll Messing abbauen. Ja, Dennis kriegt den Schraubenschlüssel, egal wer ihn findet. Dennis kriegt das Ding in die Hand gedrückt. Hier, bitteschön, nur mal los oder was? Ich bin Messing-Süchtling. Ich wäre schon froh, wenn ich eine Schiene finden würde. Ach ja, ihr beide seid ja schon ziemlich kaputt. Holzknüppel. Was fehlt mir denn jetzt für den blöden Bogen? Starterquest fertig, find der Händler. Na, 600 Meter entfernt, ist doch nicht weit. Hab hier gerade noch ein Joe oder ein Mo oder ein Joe. Holz. Komm mal her, Junge. Junge. Aha. Er ist weg. Alle. Das ist aber auch wieder sowas von typisch, du echt. Gerade 5 Minuten dabei und ich brech mir das Bein. Das ist eigentlich eher mein Partner, aber gut, dass du da bist. Darfst du gerne übernehmen. Teilt es euch paritätisch. Jeder ein Bein, der eine rechts, der andere links. Und falls ihr Dennis mal irgendwo sucht und nicht findet, ist er in irgendein Loch gefallen. Aber bitte in sein eigenem Loch. Übrigens, ich weiß nicht, ich habe da ehrlich gesagt vergessen drauf zu achten bei den Einstellungen. Ich weiß nicht, ob PvP an ist oder aus ist. Gut, das werden wir dann sehen. Ich habe schon das erste Buch. Welche Tageslänge haben wir denn überhaupt, wenn ich mal fragen darf? 90 Minuten. Ach so, das ist okay. So, mein Handy eben auf lautlos machen, habe ich gerade gemerkt. Er hat mir gerade gesagt, dass Norsi streamt. Das war ja gut, streamen wollte ich heute sowieso, aber das jetzt mit dem Server, das war mehr oder weniger nicht geplant, das war... Aber wie gesagt, spontan ist ja immer am besten. Ja. Also ich bin ungefähr jetzt 50 Meter gelaufen, ich bin auf dem Weg zu irgendwem. Ich laufe Richtung BM. BM und Mausi, ihr seid ja ziemlich dicht beisammen, oder? Wir sind zusammen, ja. Genau zusammen. Ja. Jetzt brauche ich noch Steine und dann kann ich ein Lagerfeuer, nämlich mit meiner Quest. Wir sind an der Autobahn irgendwo. Ja, hier ist eine Autobahn. Genau. Stimmt. Ja. Ja. Okay. Hallo, Mausi. BM. Hallo. Autobahn gibt es ja viel. In die Richtung. Wir testen das jetzt nicht mit dem PvP an. Das kann ein anderer machen. Hey, Steve, komm mal her. Ja, der ist auch gut, nur Brady. Spätestens, wenn Andy tot umfällt, wisst ihr, ob PvP an ist oder nicht. Ja, Steve. Ja. Ja, ich habe leider... High Five machen oder so, dann wisst ihr, ob PvP an ist oder nicht. Nein. Ich habe leider keinen Chat, von daher liebe Grüße an alle so. Ich muss es mir dann hinterher mal durchlesen. BM darf mich gerne mal hauen, dann kann ich ja sagen, dann weiß ich ja, ob ich genau, ob Mausi ist eh schon im Eimer. Mit Knüppel oder Hammer. Das ist egal. Hau mal rauf. Mach ich. Ist gestorben. Ja, wir haben PvP an. Oh nein, wir hatten die Idee gehabt. Ah, ja, gut. Wehe. Das ist doch was. Das kann ja dann lustig werden. Das hat er mir aber heute Nachmittag keiner gesagt, als die Anfrage kam. Mir auch nicht. Mir hat überhaupt niemand was davon gesagt, dass wir heute spielen. Davon mal abgesehen. Nee, das... Ich habe lediglich Andi nur gefragt, was er von der Idee halten würde mit dem Server. Das war alles. Spielen war nicht die Rede.
Mann, Biker, was willst du denn? Komm her, Junge. Junge, schieb mal nicht so eine dicke Welle da. Und lass mal Mausi in Ruhe. Hallo, Hasi. Ich habe einen Hasi gefunden. Okay. Oh. Mausi, wo bist du? Hasi muss sterben. Ich komme. Nein! Denk dran, PvP ist an. Wenn du Hasi killst, kill ich dich. Oder wir alle. Alle auf Naughty! Bam hat mich Hasi gehauen! Ehrlich, ich wollte diesen blöden wischen. Ey, ich hab nur noch 50 Leben. BM hat mich voll getroffen. Toll. Komm, mit Mausi, wir laufen jetzt erstmal zum Händler. Vielleicht treffen wir uns beim Händler. Das ist, glaube ich, sicherer, als wenn wir beide uns hier jetzt ja mit diesen Halbstarken anlegen. Könnt euch okay sein, ich gern umhauen, also. Ja. So. Der Onkel, oh, moin, Nanü. Ja. Das habe ich vorhin auch gesagt, Nanü, als ich gehört habe, dass wir heute zusammenspielen. Nee, ist ganz spontan, Onkel. Aber wie gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, die spontanen Dinger sind ja meist die besten. Ist wie mit den Partys früher. Zumindest schauen stehen wir hier. Mal, was draus wird. Jo. Also, wir dürfen zumindest keine Probleme haben, dass wir immer die gleichen Quests kriegen. Hier sind ja alle Gebäude vorhanden. Ich bin jetzt jedenfalls erstmal Richtung Kettler. Gut, und die Autobahn da drin, klar, man hätte sie auch weglassen können, aber ich dachte, passt. Ist mal was Neues. Sieht belebter aus. Ja. Ja, geht dann und Eier sammeln. Ja, hab ich auch schon Eier. Ja, auch noch. So. Kurz noch markieren. Naja, ich hab immerhin schon 4 Eier. Und Tierfett. Kurz mal markieren, aber lass die Hose zu. Nicht markieren wie die Hunde. Top Ingwer, schönen guten Abend. So, Alex, denn 20, nee, moin, grüß dich. Hier ist Kavits Lieblingshaus. Das, ach nee, doch nicht, war so ähnlich. Du meinst das Apartment? Ja, aber ich hab nur zuerst die Einfahrt gesehen, aber es war jetzt doch nicht das Apartment. Oh, hier ist eine schöne Fabrik, wo wir da. Nee, das Krankenhaus ist hier, super. Das ist Krankenhaus. Oh, ich hasse das Krankenhaus. Das ist echt, Mann. Was ist das hier? Was? Apropos Krankenhaus ist klasse. Ja, dieser. Oh nein, Hasi. Klasse immer. Jetzt, wo ihr gerade sagt, Krankenhaus, ich hab was vergessen. Ich wollte doch die Demo-Datei auf dem Server haben. Die habe ich ganz vergessen. Nein. Ehrlich? Ja, hast du jetzt aber nicht drauf, ne? Gewesen. Nee, die ist nicht drin. Die habe ich vergessen. Oh, na dann alle nochmal raus und von vorne. Server resetten. Oh, ich habe keine Stamina. Dafür braucht man nicht. Ach, sag mal nichts. Ich habe letztens mit Dennis auch schon privat gespielt. Da waren schon die ersten Demos. Ich mit dem Beinbruch und Dennis muss ihn natürlich umhauen und er sprengt sich. Oh, und ich mag die Demos. Das nennt man echt die Partnerschaft. Ja, der ist unheimlich nett zu mir. Ah, solange er nicht vom Dach fällt, wenn wir irgendwo auf dem Hochhaus sind. Ja, ich nicht. Ich fall nicht. Ich bin noch nie gefallen. Und dafür ist BM zuständig. Moin, Taube Ingwer. Grüß dich. Oh, bist du am Hin und Her switchen? Ach, Mo, geh weg. Den brauchen wir jetzt nicht. Also ich sehe deinen Chat jetzt gerade nicht, Andi. Ich kann nicht zwei Chats. So viel Platz habe ich nicht. Ich hab auch nur meinen auf. Tatsächlich. Ach so, wenn du da bist, Mausi, war schneller mit dem Auto. Dann nehme ich das nächste. Hier ist er doch schon eine Deschamps Tower. Jo. Mann, Joe, nerv nicht. Ich hab Grace gefunden. Cool. Nimm den Korn mit. Ja, genau. Nur noch 47 Leben, gebrochenes Bein, infiziert. Ich gehe jetzt bestimmt nicht nach Grace. Ich hab nix, keine Waffe. Wo ist denn jetzt dieser Händler? Wir stehen doch genau davor. Ach ja, wir stehen davor. Ja, ja. Ja, ihr seht den Händler vor lauter Händlern nicht, ne? Nein, ja, er so eine. Das ist Rack, der üble Typ. Wieso? Rack ist ein guter Mann, der hat immer Bohrer. Nee, der ist. Aber sehr unangenehme Sprüche. Oh. Ich hab's auf Englisch, versteht nicht jeder. Na, deutsche Versionen sind sie auch auf Englisch. Stimmt, ach, ja, immer, ich konnte gerade das Buch für die Schmiede habe ich gekriegt. Hier, ich hau dich mal, du blöder Kerl, Alter. Mach das. Halt noch gerne einmal von mir mit. Ja, hab ich schon zweimal. Ich mag ihn nicht. Ach, Grace, die paar Schweinchenpacks. Ja. Da ist nichts mehr drin. Warst du auch schon im Haus hier? Nee, im Haus war ich noch nicht. Ich habe nur die Gerätschaften außen.
Oh toll, ich hab Monitore. Ne French. Nehmen wir irgendwelche... Messing absammeln. Bitte? Das ist natürlich ich darf Messing praktisch. Sammeln, ich hab ne French. Okay. Wieso müsst ihr alle so weit weg sein? Bleibt ja deine Familie. Ich nehme mal eine Quest für 600 Meter. Ich habe einfach mal angenommen, ob wir es dann machen, ist die andere Frage. Na, da fehlt noch so. Ein Steve. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo Steve ist. Ich habe noch gar nichts gehört von Steve. Steve ist in meinem Chat gerade aufgelaufen. Oh. Moin, Steve. Oh. Mit verwundertem Gesicht. Ja, so verwundert habe ich auch vorhin auch geguckt. Das war eine Überraschung. Schimmeliges Brot. Guck hier mal rein, wie die Schiene ist. Genau. Mausi, brauchst du eine Zweierschaufel? Ja, gerne. Wo bist du? Die verteilen schon Werkzeug und ich renne hier noch durch die Gerade sagen, bis ich bei euch ankomme, habt ihr schon eine Base. Wer kann? Ich gebe dir auch die beste. Kann ich buddeln. Aber hier stehen Gebäude, die habe ich noch nie zuvor gesehen. So, die lerne ich mal. Das sind wir bald da. Mensch. Ja, du kannst wenigstens laufen. Hab was für dich. Guck mal. Also ich hätte Dackertape für dich, Norsi. Falls du eine Schiene brauchst. Ja, ich hab auch drei. Siehst du, musst du nur zu uns kommen. Ja, ihr seid ja auch nur 5 Kilometer weg, ne? Ehrlich? So weit noch? Ich kann mich doch kaum bewegen. Ja, das ist doch dein Problem. Pause, bevor du gehst, ich lass die Eier fallen, dann kannst du die nehmen, dann können wir ein bisschen aufteilen, da muss nicht jeder alles tragen. Sind das dann verlorene Eier? Nein. Nein, gibt das bei nicht ein Essen, das so heißt? Verlorene Eier? Genau, gibt es, ja. Nicht, ich habe Messing gefunden. Es gibt ein Essen, das heißt verlorene Eier? Ja. Ja. Echt? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber ich habe schon mal gehört. Aber es sind keine Haare dran, oder? So, warte mal, ich ende mal kurz ab. Auf AB18 hier bei mir, ne? Ich glaube nicht. Hier braucht kein Mensch. Was ist denn das, verlorene Eier, BM? Das ist, wenn du die in einem, in so einer Art Essig-Salzwasser kochst, so ungefähr. So was in der ich kenne das so wie pochierte Eier, so in die Richtung. Ach so, okay. Hey, ich habe ein Messing gefunden. Tape. Ich auch. Ja, Messing habe ich auch schon. Kommt dieser Bauer, dieser Automechaniker. Komm mal her. Unverhofft kommt er oft, ja, tatsächlich. Ach, das wäre jetzt der, wo Dennis wieder sagen würde, der sieht aus wie Andi. Genau. Ja, ich glaube. Ich habe hier ganz andere Geld Probleme. Aber wieso? Kein Leben mehr. Wir lachen überhaupt nicht, ne? Nee, ja. Ich natürlich auch nicht. Zumindest bin ich mein Beinbruch jetzt los. Also das war Absicht, das war alles so geplant. Ich wollte noch sagen, sterb doch einfach, dann ist dein Bein heile, aber naja, bist davon selber drauf gekommen, ausgezeichnet. Hat sich irgendjemand mal was mit einer Base überlegt? Ich überlege mir immer noch, wie ich zu euch hinkomme. Ich wollte gerade sagen, ich überlege, wie ich mein Campfire baue. Ich habe noch nicht mal die Starter-Quest. Aber du bist nur noch 400, das wird weniger. Du bist nur noch 430 Meter entfernt. Ja, ich bin ja auch auf dem Weg. So. Immerhin, nur auf die 5 Kilometer. Da sitzt das Komma an der anderen Stelle. So, ich kann mich wieder bewegen. Sehr schön. Jetzt komme ich zu euch. Boom. Also die Autobahn habe ich schon mal. Welches Ende von der Autobahn ist jetzt nur die Frage. Ja, das ist eine andere Frage. Das Falsche wahrscheinlich. No. 4,8 Kilometer seid ihr entfernt. Geht ja noch. Nimm noch ein Auto. Ich könnte eigentlich mal meine Punkte verteilen. Bisschen zumindest. Oh, die haben schon Punkte und Werkzeug und Schaufeln. Merkst du was, Norsi? Wir werden hier so ein bisschen diskriminiert, glaube ich. Ich habe sogar schon eine French. Ja. Und ich... Es ist schon kommen, die haben eine halbe Base und wir kommen gerade mal an mit Ach und Krach. Mach du mal, ich mach hier. Hey, Clown, komm her. Mach mal eben meine Pünktchen. Clown? So. Ey, du sollst mich nicht hauen. Normales Leben, die Frauen entscheiden über die Eier? Wolf! Rip. Genau, Norsi nimmt einfach, genau. Mausi, nimm du den Loot. Wir haben auch den ersten Lootsack. Mhm.
Donnerbüchse Munition. Ja. Wer kann, der kann. Über eine Donnerbüchse würde ich mich jetzt auch schon freuen. Hab ich nicht. Aber ich habe schon Knochenmesser. Aber ich bin schon sehr gut ausgerüstet. Ich mach gleich, glaube ich, mal einen Knüppel eine Nummer besser. Ja, ja, macht ihr mal. Ich bin immer noch unterwegs, aber jetzt bin ich gleich da. Gerade sagen, du müsstest doch schon da sein. Laut meiner Anzeige. Ja, ja. Das ist ja ein toller Empfang hier. Das war ein freundliches Winke-Winke. Nicht hauen. Warst du schon beim Händler? Was? Beim Händler? Nö, ja. 194 Meter. Ja, dann mach mal. Wo ist denn eure Base? ihr habt doch bestimmt schon eine, oder? Nein. Na, wollen wir doch mal hoffen, O'Brien, dass es bei dem einzigen tot bleibt, bevor ich bei dem anderen bin. Das eben war geplant, das war Absicht, das war... Ja, ist ja auch schlau. Restlichen Punkte verteilen. Ich meine, das schaffe aber auch nur ich, 5 Minuten nach dem Start ein Bein zu brechen. Ich habe noch nicht einen Zombie getötet. Ich werde mich mal um Hängeäuglein kümmern hier. Hallo. Ich mach mal einen Chefkoch. Dafür dann jetzt nicht Donnerbüchse, aber Chefkoch ist auch nicht komplett verkehrt. Ey, ich skill definitiv kein Chefkoch. Ich suche so lange, bis ich den Penne-Eintopf als Rezept finde. Das geht ums Prinzip. Wie lange machen wir heute? Gute Frage, ne? Oh nein, Hühnchen, komm. Jetzt sitzt es hier und guckt mich so treu an. Tok, tok, tok. Kommt doch an, wie lange ihr Zeit habt. Solange ich vor Ende des Teams zu euch ankomme. War ich vorhin dann noch schnell nach Hause nach Feierabend und dann habe ich schnell noch ein, zwei Bildchen gemacht und dann war ich soweit eigentlich vorbereitet und habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich muss ja noch wieder auf die Alpha 19 umswitchen, weil ich war ja noch auf Alpha 15 eingestellt. Also alles in allem war das ziemlich knapp vorhin. Ja, das kannst du laut sagen. So, ich nehme mal eine Quest an. Welche ist denn hier am nächsten? 297 Meter vergrabene Schätze, die nehme ich mal. Zu verkaufen habe ich ja noch nichts. Es wird kein Messing verkauft. Nein, auf keinen Fall. Blasphemie. Ich gehe von 4 aus. Die planen hier 4 Tote, bevor ich bei euch ankomme. Naja. Naja. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Keine Ahnung, wie er das hinkriegt. Aber laut deinem Leben dauert es nicht mehr lange. Ja, ein Treffer noch. Könnte ich eine Kiste gebrauchen. Andi, musst du denn jetzt auch Bären töten? Ich glaub nicht, das überlasse ich dann den Frauen. Die haben schon die besseren Waffen. Die haben halt bestimmt noch schon eine AK oder so. Fast. Eine AK. Zweierstärke. Na, das sind zumindest noch alle Gamestage 1. Ja, ich komme mal wieder zu euch. Jetzt irgendwo erstmal eine Base, wo wir dann auch vielleicht mal eine Kiste lassen können. Ja, deswegen gucke ich ja gerade. Irgendwo einnisten, ne? Würde ich sagen. Irgendwas, was ein bisschen... Die Pass und Gas ist nicht so nett, ne? Oh Mann, was habe ich denn hier für eine Bettel? Auch schon. Man kann ja oben. Ja. Aber da muss man erstmal rein. Kriegen wir das hin? Hm. Ja, komm. No risk, no fun. Ich vermisse so leicht den Gyro. Zum Glück gut gegangen. Das hat mal keiner. Wir können ja erstmal oben gucken. Kommen wir da wäre sonst auch eine Shotgun Messiah Fabrik. Da könnten wir uns auch einnisten. Ja. Also. Tja, das wäre doch was für Fixen, Andi. Nur mit Fäusten durch die Fabrik. Ja. Ich höre sie schon aufräumen da drin im Peasant Gas. Ja. Also Auswahl gibt es hier. Hier wäre sonst auch Freddy Kruegers Haus. Wer ist das? Da könnten wir uns... Alter Schwede, hat der mal einen verpaddelt. Auch Mist. Chelsea, Mist. Norsi ist am Arsch der Welt, wie recht du hast. Ich weiß nicht, alle spawnen zusammen, nur ich am Arsch der Welt. Ich glaube, ich muss gleich mal einen Schlafsack setzen. Zusammen ja nun auch nicht. War auch ziemlich weit weg, aber ich hatte keinen broken leg, so wie du. Du warst aber keine 6 Kilometer entfernt.
Nee, sechs nicht, aber. Ja, aber ich setze auch meinen Schlafsack. Ich setze jetzt erstmal einen Schlafsack, sicher ist sicher. Ja, ach ja, auch. Schlafsack, da war ja was. Hi, ich habe nur noch 12 Leben. 24. Ich frage mich, ach, so langsam. Draußen habt ihr Schlafsack? Ja, erstmal, wir wollen ja erstmal nach oben. Sicher ist sicher, wir sind nicht mehr so komplett fit. Ist schon spät am Abend. Okay. Na, notfalls hilft ein Bierchen. Hier im Spiel. Dann seid ihr wieder fit. Rechts ist die Leiter. Oh. Ah, also, ja, das ist ja das schöne Gebäude, wo der Hund hier oben ist. Hat einer eine Waffe? Ihr habt doch die Keule. Eben. Pfeil und Bogen. Hallo? Hast du mal versucht, mit dem primitiven Bogen zu schießen? Damit triffst du alles, aber nicht den Zombie. Ja. Genau, ich mache jetzt die Zombies hier oben platt. Und der Nächste, der hochkommt, macht den Hund. Andi, wo bist du? Oben. Okay. Ich sehe noch keinen Hund. Okay, nur vielleicht haben wir auch Glück. Oh Mann, ihr habt da schon 10 Quests fertig, bin ich da ankomme. Chelsea. Eine Quest nicht, erstmal Heimat clearen. Zukünftige. Mausi, würdest du bitte ein bisschen drauf achten, wo du hinschlägst? Dankeschön. Oh, hab ich dich getroffen? Ich glaube jetzt gerade nicht, aber das war knapp. Ich guck mal in die Kiste. Genau. Ohne Barnabas. Haut euch kaputt. Pistol-Pete-Buch. Möchte jemand einen Steinhammer in Zweier? Pommes, guck mal, mitzocken. Das geht leider zurzeit nicht. Das ist ein Privatserver. Ja, also, wir kriegen ja Besuch. Da kommt ja eine Schelzi. Das ist zurzeit nicht möglich. Der ist auch gerade voll. Geh weg. Primo, moin, grüß dich. Ich mache jetzt jedenfalls erstmal eine Kistenaufbewahrungstruhe. Wollen wir denn zwei hier Stück oben bleiben? Ich hab auch schon zwei. Erstmal ja. Oder? Der BM hinter dir erscheint da gerade mal ein Jo. Michael, ich erfreut, dass du da bist. Herrenbesuch. So. Wieso hab kommen die denn jetzt Kisten alle hier hoch? So, die Welt ist gerettet. Ich habe einen Nagel gefunden. Navi? Ein Nagel. Ach, ein Nagel. Ich dachte, du hast ein Navi gefunden. Ja, das brauchst du. Das kannst du mir geben. Ja. Auch Navi, ja. Hat da jemand, hat jemand die Damenhandtasche schon gelootet? Ja. Okay. Wie gesagt, ich hätte einen Zweier Steinhammer im Angebot, Blunderbuss oder einen Zweier Bogen. Also den Steinhammer kann ich gebrauchen. Den würde ich nehmen. Bogen muss nicht unbedingt sein. Bitteschön. Ach, das ist der große. Der Steinvorschlaghammer. Nee, den brauche ich nicht, danke. Den brauche ich nicht, danke. Wie meinst du denn das Elfenhexe mit, kann man allgemein mal mit anderen zusammenzocken? Meinst du ja Seven Days? Klar, Seven Days. Kann man mit anderen zusammenspielen? Das machen wir hier ja gerade auch. Könnt ihr ran. Dafür braucht man auch nicht zwangsläufig einen Server. Man kann das Spiel ja auch hosten, mit Leuten, die du über Steam kennst, zusammenspielen. Das geht auch. Zum Beispiel. Moin Martin. Schönen guten Abend. Fly High. 86 ist auch wieder da. Ja, Salle, was geht? So. Ja, spontan. Spontane Geschichte. Raymond Blue, schönen guten Abend wünsche ich dir. Raymond ist auch gut. Schönes Spiel. Soll ich meine Quest teilen? Ja, mach mal. Müssen wir noch einen Block setzen? Gebietsschutzblock, ne? Gebietsschutzblock, ja. Aber mir kommt eine Quest an und ich bin noch nicht mal Boy. Ich hab ihn. So, den mache ich mal hier rein. Dann können wir unsere Bedrolls ja auch hier oben hinpacken jetzt, ne? Das schützt ja vor Respawns, dass die Zombies nicht respawnen und so. Habe ich denn noch? Ja, ich mache mal einen neuen Schlafsack, um nicht runterzulaufen. Quatsch. Gebietsschutzblock sitzt. Super. Genau mittig. Perfekt, dann kann ich meinen eigentlich fallen lassen. Die Reichweite müsste auch ein Tickchen größer sein vom Gebietsschutzblock. Ich hatte die Reichweite um 5 Blöcke erhöht. Okay. Und meine Quest habe ich geteilt, ne? Ja, habe ich auch angenommen. Ist eine Buddelquest. Ja. Meine kann ich ja auch mal teilen. Warte mal. Schöne Stelle für einen Schlafsack. Ja. Meine habe ich auch geteilt. Erstmal alles in eine Kiste, BM, oder wie, oder was? Schmeiß rein. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch erstmal alles reingetan. Noch lohnt sich das große Sortieren ja nicht.
Aber die Truhe ist auch ganz gut darunter. Oh, glaub mir, BM, wenn du jetzt sagst, noch lohnt sich das nicht. Wieso bin ich denn in zwei Tagen bereust du's. Das war dieser blöde Bo, glaube ich. Eine Männerrunde wäre doch mal klasse. Was? Ja, BM, dann mal los. Honig suchen, ne? Guck. Ach, hier war doch bestimmt eine Ruhe in der Kiste. Ja, ich habe da eins reingetan, meine ich. Kann ich die Barnabas ja schon mal reparieren? Ja. So, siehst du. So, dann brauchen wir Holz, Stein und alles Mögliche. Und einen Honig für BM. BM ist infiziert, oh mein Gott. Kann man hier runterspringen aufs Auto? Chelsea muss man aufpassen. Na warte, wenn ich sie das nächste Mal treffe, dann kriegt sie aber für alt und für neu. Freundlichen, mit einem freundlichen Gruß von mir. Auf jeden Fall. So, aber wollten wir uns nicht eigentlich am Anfang in der Mitte treffen? Irgendwie laufe ich gerade die ganze Zeit zu euch. Ja, wir haben uns in unserer Mitte getroffen. Sollen wir jetzt etwa zu dir laufen? Nun wird man nicht albern, ne? Wir haben ja unsere Base hier. Schuss dir mal zu, dass du langsam mal herkommst. Ich komme mal runter. Hat er eigentlich schon die Quest angenommen? Ja. Ja. Ah ja, hat er gemacht. Hier oben ist übrigens noch ein Pass and Guess. Kiste. Ich guck mal eben rein. Wie ist euer Plan für das Streamchen? Ja, weißt ja, planlos geht ja planlos oder was, ne? Fly high. Kein Plan. Ja, da konnte man nichts planen, das kam so spontan. Ich wusste bis vorhin ja nicht mal, dass wir überhaupt streamen. Okay. Und ich wusste bis vorhin nicht, dass wir überhaupt zusammen spielen. Nö. Nö, wusste ich bis heute Nachmittag auch noch nicht. Und wie ist das Ganze jetzt entstanden? Ich habe eine Anfrage Mausi bekommen. Ist schuld. Mausis Idee, glaube ich. Jo. Wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich laufe mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich ja einen Baumstumpf und die Quest. Ich laufe mal in Richtung Quest. Zum Buddeln. 20 Minuten und rennt. Oh, ja. Glaub ich, ich bring die Vorräte zurück. Aber ich hab's fast, Thomas. Noch 900 Meter. Und dann kriegt jeder erstmal eine Keule am Kopf aus Rache. Was können wir denn dafür, wenn du die Geräten brichst? Ich komm mit, BM. Nee, das ist jetzt nicht vergrabene Vorräte, das ist jetzt irgendwie säubert, glaube ich, oder? Es ist egal. Macht nichts, den gehen wir säubern. Wir machen das. Sind wir unterwegs? Hey, Chelsea. Oh, vorbei. In Hause kann ich jetzt nicht. Wieso kannst du weiterbauen, Taube Ingwer? Der Minecraft-Server läuft immer noch. Das hier ist ein extra Server. Den habe ich nicht abgeschaltet. Der läuft. Ja, Minecraft existiert noch. Ja. Den habe ich nicht abgeschaltet. Der läuft. Ich glaube, ich nehme mal einen Verband. Macht Sinn. Ach so, nur zwei Monitore. Ja, gut, das ist blöd, ja. Genau genommen habe ich auch nur zwei Monitore pro PC, aber... Pro PC, dafür habe ich 30 PCs, aber... Nein. Hä? What? Nein, ich lasse es über zwei PCs laufen. Einfach nur aus dem Grund, dass die Performance besser. Also so kann ich gleichzeitig streamen und aufnehmen. Psst, Leute, nicht verraten. Flying 86, vielen Dank für dein Follow. Schönen guten Abend. Das ist so ein blödes Camp. Ich glaube, hier gibt es Geier. Ja, gibt es auch, aber hier gibt es Mais. Ja. Komm her, du Geier. Ich liebe Geier. Bei zwei PCs zu streamen ist gar nicht so schwierig, Anni. Du musst das bloß mit der Capture Card verbinden. Da geht das. Spielen tue ich auch nur auf einen. Der zweite macht nichts anderes, als den Stream laufen lassen. Mehr macht er nicht. Okay, Mauti, dann sammel du den Mais. Dann muss ich mir damit die Taschen nicht voll machen. Das war aber auch mehr oder weniger Zufall. Ich habe mir jetzt keinen zweiten PC dazu gekauft. Das nur auch nicht. Ich habe mir einfach letztes Jahr einen neuen PC gekauft, weil mein alter nur halt nicht mehr das Beste war und Probleme hatte mit mehreren Spielen. Und da dachte ich mir, bevor ich den alten jetzt wegschmeiße, setze ich ihn neu auf und nutze ihn halt als Stream-PC. So ist das eher entstanden. Also so ist auch mein Plan. Wenn ich mir mal einen neuen Rechner kaufe, dann wird dieser hier erstmal zum Rendern verwendet, denke ich mal, damit man mal extra rendern kann auch. Sonst ist ja der Rechner immer nicht zu gebrauchen für die also Zeit. Ja, das stimmt. Rendern braucht ja die gesamte Leistung. Ja.
Das mache ich auch so. Renne natürlich auf den zweiten PC, während ich auf den anderen in dem Bereich weitere Folgen aufnehme oder sowas. Uschi! Eine Ladung Vogelschrot ins Gesicht, bitteschön. Achso, nachladen muss ich ja. Ja. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen falsch. Also das andere. Bergsteiger, ja. Ich weiß auch nicht warum. Tut mir leid, ich bin ja gleich da. Immerhin den Mais haben wir. Oh, Alter. Aber verratet mich nicht, Leute. Das gibt Mecker. Ich frage mich auch, was Sam. Nitrogengenerator unter wenig Bergen versteht. Ich habe extra eingestellt, paar kleinere Hügel, ja, damit es nicht ganz so platt ist. Ja. Aber hier sind ja Riesenkrater von Bergen. Ja. Nee, ich glaube, wir müssen noch, oder? Ich habe gerade die Quest hier angenommen. Drinnen bleiben. Warte, ich mal ein bisschen. Also. Nee. Andi, du bist hier nicht bei den anderen, gefunden, ne? Aber Bier hilft mir nicht bei. Ach, ich bin da mal. Ich guck auch nach Baumstümpfen, BM, damit wir mal einen Honig für dich bekommen. Oh. Vorbei gehauen. Wie? Und Kapuzen-Billy. Oh, und die Taschenlampe. Komm mal her, sehr schön. Das freut mich, Aisha. Oh, das stimmt. Du warst in letzter Zeit auch relativ selten da, aber ich vermute mal wegen Arbeit, ne? Momentan ist es ja bei jedem so, dass man extrem Stress hat. Ich habe einen Kochtopf. Yay. Und noch einen. Yay, yay. Also hier war eine Tasche. Aber nicht meine. Ich komme, ich muss ja... Norsi! Hab ich dich gefunden. Die hab ich nicht. Na? Endlich mal geschafft. Hast du deine Quest geteilt gehabt? Ich meine ja. Ich hab die von dir nämlich nicht. Ich hab nur die von Andi. Okay. Kann ich die jetzt noch teilen? Ich probier mal. Ich weiß es nicht. Wenn du sie schon gestartet hast, glaube ich nicht, ne? Okay. Nee, sie ist auch weg. Ja, dann habe ich die, glaube ich. Ich dachte, ich hätte die geteilt. Deine Tasche war hier oben drin. So, wo ist jetzt eure Base? Da oben. Ach, da oben. Ja, stimmt. Ich danke dir. Pass and guess. Süd-Südost, sag ich mal so. Da liegt auf jeden Fall meine Bedroll. Das ist ein Pass and guess Gebäude. Komm, wir gehen mal hin. Ich zeig dir mal, wo das ist. Stimmt, weißt du ja gar nicht. Nee, ich war ja nicht dabei. Da liegen unten, glaube ich, auch ein ganzer Haufen Schlafsäcke vor der Tür. Mhm. Mausi ist gleich K.O. Ja, das sehe ich. Warum eigentlich? Zombie ich gekuschelt? Ich habe nur noch 6 Leben. Mit Zombies gekuschelt? Ich kann dir ein Bier anbieten. Nimm mal eine Tablette. Nee, ich nehme mal meinen Verband. Genau, ansonsten hätte ich auch eine Tablette für dich. Oh, nee. Alter. Oh ja, cool. Tablette wäre auch cool gewesen. Kaum ist er da, sucht er wieder Streit hier, ne? Ey! Ja, der Hammel. Sag jetzt nicht, das warst du nicht. Du bist nur da. Das kein war ich auch nicht. Das war ein Witz hoch. Nein. Ja. Hm. Ist was vom Dach gefallen, ne? Ist richtig. Ein Windzug, ich hab's gesehen, Dennis hat dich gehauen. Verräter. Ja, eine leere Dose, Eisen. Ja, wie gesagt, hier wäre. Ne? Alter. Oh, das wäre doch was, das kann man sich doch schick ausbauen hier. Dingensbummens Häuschen gewesen und unsere Betten sind da oben drauf auf dem Dach. Ah, warum ziehen wir nicht in die Fabrik? Ja, sag ich doch. Wollt ja keiner. Die Frauen säubern, wir keinen Kram dahin. Ne, genau. Wir fegen durch. Und streichen die Wände. So. Mein Inventar ein bisschen. Ach, hier ist der Gebietsschutzblock, alles klar. Gut. Ich komme wieder hoch. Den haben wir da. Haben wir immer noch keinen Honig. Mutti? Oder wer ist es? Ach, Alene! Hier ist ein Staumbumpf. Die Kleine und Mutti. Und Mutti. Alter, so, halt, die brauche ich noch. Ja, Mutti erst kommt mal aufräumen. Nach oben. Nein! Mutti kommt nach oben, dann können wir direkt. Psst, Steve. Aber du würdest mich bestimmt nicht verraten. So. Mutti liegt aber komisch. Mutti liegt leider immer komisch.
Alene, komm hoch, nicht die Leiter zerhauen. Mutti ist die Beste. Bloß ihr schlüppern nicht. Namen X-Kolo. Hab ich jetzt Honig bekommen? Nö, hab ich nicht. Naja, meine Süße. Und es gibt ja Leute, die stehen auf Moody, ne? Wo ist denn eigentlich euer Trader hier? Den habe ich gar nicht mal markiert. Gut. Ich weiß nicht, ich wo. Das war da, aber wo war der denn? Ja, muss ich die Quest erledigen, dann führt er mich ja hin. Dann weiß ich wieder, wo er ist. Und niemand weiß es nicht. Bisschen Abstand gewinnen. Bei Gerino, so, jetzt probiere ich den Bogen mal aus. Wofür baue ich denn die ganzen Pfeile? Ihr seid auch gut, du. Nicht den Vorbei. Trader markieren, du. Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer. Uns geht's gut, X-Krollum. Denke ich mal. War zwar alles etwas chaotisch heute, aber geht wieder. Moin, Ramon. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch da bist, Baikarino. Ich wollte doch nur meine Pfeile wieder haben. Darf ich? Danke. Oh. Hier kommt Stevie und Mausi kümmert sich um die Steine. Es ist gut. Hier kommt Alex. Auf seinem kann man die Pfeile in Alpha 15 auch noch nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Das geht auch noch nicht so lange, ne? Nee, ich glaube, es hat Alpha 17 erst. Ja. Dass man die wieder einsammeln kann. So, was ist denn nun mit dir hier? Oh. Hauen wir beide Löcher in die Luft. Also, falls jemand von euch einen Bohrer findet, ich nehme euch das Gewicht gerne ab. Ja, das glaube ich dir gerne. Aua, aua, was soll denn das? Was denn hier für ein Tower? Den kenne ich ja gar nicht. Eine Blunderbust. Ach ja, die habe ich auch noch. Na bitte. Ohrbomben habe ich gefunden. Den Tower kenne ich echt nicht. Ohrbomben gleich gut für die erste Ordner. Ja. Ach, das ist der Higashi-Tower. Ne, den kann ich auch nicht kennen. Den gibt's von mir auf der Map nicht. Abschließen. Nehmen wir noch eine. Higashi. Was sagt er mir? Hunger, sagt er mir. Wer M und Mausi sind? Auch ja, wir sind zurzeit zu vier drauf. Andi, BM, Mausi und ich. Warum streamst du nicht auf Twitch? Dann hätte man euch im Quad-Stream schauen können. What the hell is a Quad-Stream? Das frag ich mich auch gerade. Da musst du mich mal aufklären, Ramon. Ich weiß wohl, dass es ein Restream gibt. Das kannst du auf YouTube und auf Twitch streamen, ne? Ja, aber das ist was? Nicht kostenlos. Nein, nein, das kostet Geld, das stimmt. Ja. Aber was ist ein Quad-Stream? Ich bring schon jede Menge Steine mit. Ja, ich baue auch noch mal ab ein bisschen. Stein ist nie verkehrt. Er meint bestimmt, vermute ich mal, irgendwie, dass von allen vier Leuten ein Bild zu sehen ist oder sowas. Quasi, dass der Bildschirm wie bei den alten Konsolenspielen in vier Viertel geteilt ist. Ach so, die Geschichte. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Na, mach hin mit der Schaufel. Zeig ich die Begrenzung für den Schatz gar nicht an. Wenn du magst, ich habe noch ein Rüstungsteil gefunden. Es war Alteisen, aber das ist egal. Schau mal hier. Ja, toll, schön. Was die Frauen alles finden. Rüstung, Schaufeln, Waffen. Und ich habe lila Stiefel. Ja. Ja. Ja, hat und ich laufe hier barfuß in meiner Grasjacke durch die Gegend. Ich hab noch nicht mal Klamotten. Ah, hier sind wir. Hier ist das noch eine Kiste. Gut. Ich nehme mal die, Irgendwie will man, wenn man Schätze graben will, wird diese gelbe Markierung nicht angezeigt. Also der Radius, der gelbe Rahmen da rum, wird nicht angezeigt bei den Schätzen. Also bei mir jetzt gerade schon, bei meinem Schatz hier. Dann ist hier irgendwo das Buggy hier. Oder ist sicher dran, weil ich die... Irgendjemand von euch hat das geteilt.
Genau das meine ich, sagt Ramon. Ja, also geteilter Bildschirm dann halt quasi, ne? Einmal zurück, theoretisch zurück zum Händler. Ob das so ohne weiteres möglich ist, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Moin, Babin. Grüß dich. Frauenbauer. Ja, wir haben wegen der Quote. Ach so, streammäßig so. Meinst du, Taube Engwer? Nee, Mausi und BM selber streamen nicht. Nein. Ich habe zwar einen Kanal, aber da sind keine Videos drauf. Ich habe auch einen Twitch-Kanal. Den hat ja so ziemlich jeder, der sich auf Twitch registriert hat. Nein, ich habe ja auch mal versucht zu streamen, aber das ist nicht so meins. Ich bin zu schüchtern und zu ruhig. Davon merkt man nicht viel. Nee. Läuft doch, ist doch gut. Nee, ich bin echt zu ruhig, mir fällt sonst nichts ein. Ach, ich gebe auch nur Dünnschiss von mir. Wo ist denn jetzt unser Zuhause? Wo ist mein Schlafsack? Da. Da hinten. So finde ich den Schatz auch nie. Ich glaube aber erstmal zum Händler. Stamina. Ich bring schon Messing mit und Zement und das. Kann das sein, dass derjenige, der die Buddelquest geteilt hat, anwesend sein muss? Sonst wird das nicht angezeigt? Ja. Ah, nee, hat sich erledigt. Das ist meine. Jetzt ist der Kreis da. Nachdem ich einmal hier ein Loch gebuddelt habe. Fall nicht rein. Nee, ich fall nicht in Löcher. Das kommt so gut wie nie vor. Ein Squad-Stream geht erst, wenn man Twitch-Partner ist, schreibt Flyheim. Ah. Naja, Partner bin ich ja nicht. Das wird bei mir wahrscheinlich auch nie stattfinden, weil ich ja gar nicht... Ich habe ein einziges Mal auf Twitch gestreamt und sonst ja nur auf YouTube. Aber wie gesagt, ist ja noch nicht alle Tage Abend. Nee, Partner bin ich aber auch definitiv. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf die Partnerschaft habe ich es auch gar nicht abgesehen. Naja, aber bringt ja doch so einige Vorteile mit sich, ne? Auch wenn man da jetzt nicht unbedingt Geld mit verdienen will, aber so einige Vorteile hat es doch. Ja, die kriegt man aber nicht einfach so. Da muss man schon so einiges für tun. Unter anderem regelmäßig einen Durchschnitt von 75 oder mehr Zuschauern haben. Ja. Die Anforderungen da sind nicht ganz ohne. Ach Mann, jetzt habe ich nicht einen Stein, um meine Schaufel zu reparieren. Ich brauche einen Stein. Einen verfluchten Stein. Ah, oh, nee, ich mache das Ganze nicht wegen Geld oder so. Das ist so ätzend, aber daher keine Ausdauer hat. Es geht in erster Linie doch um den Spaß. Hier gibt's keine Steine. Das kann nicht sein. Ich habe hier drei Stück auf der Straße gefunden. Klopp doch einfach ein paar Steine aus irgendeinem Steinklumpen. Wirklich, ja. Ich finde nur keinen. Ich muss hier mal an der Wand ein bisschen klopfen, damit ich einen Stein kriege. Bei mir stehen hier überall Steine. Ist denn da oben in der Kiste nichts? Ich bin ja gerade beim Schatz ausgraben. Ach so. So, jetzt kann ich Molotow-Cocktail oder Tagebuch des Jägers? Molotow-Cocktail. Mollis, jo, ja, immer zu mir. Aber gib dir nicht Dennis. Nein, nicht Dennis geben. Das gibt nur ein Unglück. Irgendwelche Aufgaben. Nee, das ist aber alles über 2 Kilometer oder um die 2 Kilometer entfernt. Das lasse ich erstmal. Nee, wieso macht doch Teil mit Dennis und schick ihn los? Dann sehen wir die nie mehr wieder. Der läuft doch gerne weit. Hast du das auch mal versucht zu streamen? Negative Erfahrungen? Bin in den 40ern und eine Frau, die. Die Kids haben deshalb nur. Das ist immer das Problem. Ich finde sowas auch nicht in Ordnung, aber leider kommt sowas heutzutage so häufig vor, dass irgendwelche Spinner ankommen und meinen, da beleidigen zu müssen. Ich bin in dem Punkt aber auch eiskalt. Ja. Wenn hier irgendeiner ankommt, der meint, beleidigen zu müssen, den schmeiß ich einfach aus dem Chat und Thema ist erledigt. Sowas lasse ich nicht zu. Weil das muss nicht sein. Nö. Einmal verwahren und wenn das dann nicht fruchtet, tschüss, ne? Da kommt immer drauf an, was? Gute Mods haben, die das dann ein bisschen regeln nebenbei. Ja. Warum hat er denn den Bogen nicht gespannt? Der Clown läuft schon wieder rum wie ein Stachelschwein hier und das interessiert ihn alles gar nicht. Hat sich schon mit Pfeilen gespickt. Aha. Also wenn ihr in irgendwelche Löcher fallt, das ist Andi schuld. Er hat eben Schatz ausgebuddelt. Ja. Das ist wirklich wahr. Ich könnte jetzt den Lehm verwenden und das wieder zumachen, aber... Wir haben so und so viel Eier, aber kein Fleisch.
Also wenn irgendjemand einen Bären findet, bringt den gerne mit. Genau, Mausi und ich haben uns um die Eier gekümmert. Für den Bären seid ihr zuständig. Moment, ich habe auch 3 Eichen im Inventar. Ja, ich habe schon 5 Eier in die Kiste gelegt zu Hause. Dieser Schatz. Bushi? Ja, komm her, Bushi. Babin, moinsen. Und Thomas, genau deswegen, wie ich ja sagte, es geht in erster Linie um Spaß. Ich hab's nicht irgendwie auf Geld oder sowas abgesehen, deswegen arbeite ich auch gar nicht auf die Partnerschaft hin, die es geht mir ehrlich gesagt echt am Hintern vorbei, die jetzt Partnerschaft. Die will ich gar nicht. Am Poppes. Genau. Kleine Küche, Lot. Immer nur Bier. Ja, ich habe schon ein paar Stümpfe weggehauen, aber ich habe noch keinen Honig bekommen, tatsächlich. Ja, Honig ist nur ein Gerücht, ist okay. Gerücht, ist ausverkauft. Mhm. Mythos. Ey, wenn man so einen Schatz ausprobiert. Kaffee hätte ich anzubieten. Ich komm schon. Bin unterwegs. Oder Öl. Echt, wenn man so einen Schatz sucht, dann wünschte man sich, man hätte einen Bohrer, ne? Hat jemand schon ein Auto? Habe ich. Wie ein Auto. Zum Fahren? Zum Fahren, ja. Alter, wo ist denn dieser dämliche Schatz? Jetzt kannst du wohl nicht sein, Alter. Ich bin hier schon unter der Straße. Ja, sag mir nicht, der war auf der Straße. Na, anfangs war der Kreis neben der Straße. Mittlerweile ist er auf der Straße. Der wandert hier auch hin und her, wie er Lust und Laune hat. Bin ich auch vor einiger Zeit. Das ist ätzend. Immerhin der Automat. Prost. Der Automat hier unten bei uns in der Tanke funktioniert. Ich habe einen Honig gefunden. Ach, super. Aber ich bin mit dabei bei 7,7. Ich nehme es trotzdem. Ja, guck mal, schick mal die Männer los, um Honig zu finden. Finden sie nichts. Ey. Wir machen ja auch die schwere Schatzarbeit. Ach ja, wir waren schon klären. Wir waren säubern. Ja, mit einer Schelzi drin. Nee, mit einer Big Mama, mit zwei, ein Kapuzen-Joe. Genau. Also, dann kam da so ein Hängeäugchen. Hm. Ja. Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt so eine kleine Demo-Horde zu abwechseln, das wäre ja auch was. Ich habe auch schon die Chemietisch auseinandergenommen, die nicht funktionierte. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon einen Chemietisch gebaut. Was? Das wäre ja schnell. So schnell bin ich jetzt auch nicht. Irgendwas machen wir Gammelfleisch, gib her. Am besten auch schon ein paar Stacks Muni hergestellt für die Horde. Jetzt haben wir 10 Uhr. Oh, Alter, ich bin draußen. Hier unten ist auch noch eine Frau Doktor. Geh weg! Ich und ich buddel. Wir haben Nacht und ich buddel hier immer noch. Was ist denn das hier? Ich muss erstmal nach oben. Wieso rennt der? Das ist doch Beschiss, Alter. Das Schatz ist erst aufgetaucht, wo Mausi bei mir in der Nähe war. Weil wir Nacht haben, deswegen rennt er. Ich bin schon da. Ich hab Füße. Komplett überladen. Ist das so in diesem Spiel? Ja, das ist so. Echt, das ist ja mies. Das muss echt derjenige, der die Quest angenommen hat, muss anwesend sein. Ich buddel hier die ganze Zeit. Die Schatztruhe ist erst aufgetaucht, wo Mose in der Nähe war. Boah, das war doch immer so. Hab ich nie drauf geachtet. Habe ich Flyer jetzt eigentlich zu Ende Tschüss gesagt? Ich glaube nicht, aber der ist bestimmt schon weg. Boah, also Dennis hat das halbe Leben runter. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Au. Aua. Aha, Licht. Das hab ich schon, okay. Oh, jetzt habe ich einen Stein gefunden, wo ich ihn nicht habe. Alter. Ja. Wir brauchen dringend Rüstung. Hm? Ja. Aber die Frauen haben ja schon alles. Eine Rüstung ist auch noch unten im Pass and Gas, aber ich habe schon eine und konnte keine mehr tragen. Deshalb habe ich die drin gelassen. Toll. Ich habe so viel Rüstung, nee, die will ich nicht mehr. Ja, mehr als eine kann man nicht anziehen. Und wir so barfuß über die Steine. Au, 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 au. Weißt du.
Ja, viel recht, du hast nur Brain. Erst darf ich 8 Kilometer rennen und nun darf ich buddeln. Was willst du denn? Zuckerschnäuzchen, Abflug. Ich habe keine Rüstung, ich will dich nicht. Und BM hat so viele. Wo ist Mausi jetzt? BM zieht sich schon einen Bosspanzer über den Kopf, weil sie nicht wollen. Was ist das für eine Bushaltestelle? Die ist schon nicht so generell. Ach verdammt, der Mist, jetzt habe ich einen Jo an der Hacken und ich sehe nichts. Oh. Ja, das solche, ist auch noch ein Ferale. Solche Sachen wie die Bushaltestelle, das kommt halt durch die Nitrogen-Map. Das ist, glaube ich, normal 7 Days gar nicht möglich. Wo ist mein Schlafsack jetzt schon wieder? Jetzt hier erstmal die Lebensmittel und sowas. Au. Lass mich. Lebensmittel habe ich schon. Guck mal, da wo zwei Lagerfeuer stehen, da sind zwei Kisten. Ach, da hinten. Okay, gut. Habe ich gar nicht gesehen. Dann nehmen wir das wieder raus. Ich habe noch einen Honig für dich, BM. Ich habe 2. Perfekt. Perfekt. Honig ist überbewertet. BM braucht Honig, sie hat sich infiziert. Ja, war ich vorhin auch. Und ich musste sterben. Das ist ja kein Problem, wenn du dann ausrennst. Wie wär's mit einem Verband? Du hast so recht, Elfenhexe. Ich vergesse das ständig. Wo geht's denn hier hoch, verdammt? Ach, da ist sie leider. Wo waren jetzt die Hülle? Wir müssen mal ein Stück von der Leiter nochmal wegkloppen hier, ne? Sonst haben wir nachher Kuckuck-Besuch. Ja, hatten wir ja schon. So, und jetzt ein Besuch im Higashi Tower? Fang an. Da kommen wir aber nicht weit. Die Frauen gehen vor, die haben Rüstung. Ja. Ja, die euch hier unten liegt in der Kiste. Wenn ihr euch nicht bedient. Wo ist denn mein Zuhause? Alter, ich laufe hier rum und finde mein Zuhause nicht. Ich folge dir nur, ich weiß nicht, wo es ist. Welche Kiste meinst du denn, BM? Ich bin unten im Passengers. Wo die Leiter ist, die rote. Links daneben ist ein Links daneben ist ein Regal. Ich kann gerade nicht schauen. Ich habe ein Matchschnäuzchen. Oh, Andi stirbt. Uiuiui. Was? Ehrlich? Oh nein. Kommt sie hoch? Ich habe die Luke zugemacht. Ich weiß nicht, ob sie hochkommt. Hat jetzt zu Hause? Ja. Aber wir müssen. Und ich hätte fast die Leiter weggehabt. Verdammt. Aber es hilft doch nichts. Wir müssen sie doch trotzdem loswerden. Da ist ein Wolf. Ohne Rüstung, ohne Waffe, Wolf nichts gut. Hey, ich brauche den Honig nicht mehr. Ah, ich bin gleich tot. Verdammt. Was? Wie? Wo? Nö. Ich dachte ja auch nicht, dass da so viele hinter der Luke sind. Nee, nein! Was tut ihr denn? Hilfe! Ich meine, wir sind jetzt alle. Was haben wir jetzt Alter, alle wir tot? Wir haben einen Wolf drin. Wir haben einen Wolf im Haus. Ehrlich? Ja, anscheinend, ne? Also, ich hatte jetzt hier nur 4 Zombies gesehen, aber. So, jetzt sind wir alle gestorben, oder was? Ne, Andi lebt noch. Mach mal die Tür auf hier. Oh, nee, mach Tür zu. Oh. Gute Idee. Ich hätte die leider fast weggehabt, das erste Stück da unten. Was ist denn hier? Repair mal. Wo bist du, Mausi? Dein Schlafsack draußen, oder was? Ja. Boah, was rennt denn hier draußen alles rum? Ist der Mensch? Ich brauche eine Wanderhorde! Ich komm nicht hoch! Und ich komm nicht runter. Oh. Wieso denn jetzt? Wanderhorde. Wir werden überrannt. Ich glaube, ich bin gleich wieder. Nein. Ich mach mal unten die Leiter fertig kaputt. Ja, mach mal die Leiter fertig, sonst wird das. Muss erstmal was. Mal Ruhe werden. Haben. Weg da, du blöder Wolf. Ich muss doch die Leiter treffen. Ey, geh weg. Was treffe ich denn hier? Gar nichts? Du musst weiter runter. Ja, da steht ein Wolf. Oh Mann. Runter, ne? Ja, wer hat den denn eingeladen? Aua, nun hau du mich doch nicht auch noch. Ich wollte den Wolf treffen. Bin doch schon fast tot. Jetzt kommt Alena auch noch. Das war's dann wahrscheinlich mit mir.
Allein jetzt siehst du echt magisch an, das ist... Ja, es ist so. Ich habe noch 7 Lebenspunkte. Wolf ist tot. Gott sei Dank. So, jetzt endlich mal die Leiter weg da unten. Mann, ja. Nimm doch erstmal den Wolf auseinander, das ist gutes Fleisch. Wieso komm ich denn jetzt hier nicht runter? Oh, da liegt aber auch alles im Weg. Wenn es mal schnell gehen soll, ne? So, jetzt mache ich hier erstmal Muni rein. So, jetzt, Gott sei Dank. Oh, irgendwo okay. Muss hier mein Rucksack liegen. Moment. Da. Rohrbomben. Muni. So. Jetzt habe ich erstmal was für dich. Guck mal. Ach, danke. So. Jetzt haben wir Ruhe hier oben, hoffe ich. Ja, das bin ich ja runter der Wolftür. Das ist ja, ist man einmal außer Haus zu, dann haben wir hier die Tiere im Haus. Jetzt komme ich dann immer hoch, oder? Andi, du hast zu viel weg. Oh nein, ich wollte gerade sagen. Eigentlich nur ein Teil. Haben wir irgendwo was? Haben wir irgendwo eine Pille oder so? Ich habe eine Pille in Holzform. Ich kann dir. Einen Verbandskasten kann ich dir geben. Das wäre nicht schlecht. Ich habe noch 5 Lebenspunkte. Schau mal da. Danke. Hier stehen ja noch viel mehr Kisten. Ach, hier ist jetzt Essen drin. Okay. Ja, hier unten haben wir jetzt Essen drin. Und rechts oder ist Trinken, oder was? Andere Sachen noch. Hier ist, jetzt sind Dosen und Getränke. Hier ist irgendwie alles durcheinander. Ja, wir sind ja noch nicht so weit. Wir mussten erstmal die Wanderhorde bekämpfen, die ihr mitgebracht habt. Ja, genau. Und schon sind wir wieder schuld. Ja, okay. Wo sind jetzt die Rüstung? Unten, bei den Wölfen. Na, super. Dachte ich also, mir auch so. Ach komm, Augen zu und durch. Hab doch hier schon Ordnung. Okay. Ich suche die Rüstung. Die Rüstung war unten in der Kiste. Habt ihr die nicht rausgeholt? Nein, da vergrabe ich jemand anders an der Kiste. Also wenn ihr die rote Leiter runterkommt, dann ist direkt rechts ein Regal und oben auf dem Regal ist, glaube ich, ein Rucksack oder eine Kiste. Da müsste die drauf sein. Okay. Absi, danke. Ja, ne? Oh, Andi kriegt die nächste. Ja. Ich schlafe, okay. Ich leg jetzt erstmal meinen Schlafsack hier oben. Sortiere jetzt mal die ganze Muni und alles, was wir so haben, erstmal in die verstärkte Truhe. Damit wir ein bisschen hier Ordnung reinkriegen. Ach komm, Rüstungsteile von mir aus. Wir rennen ja immer noch zu bisschen. Hey! Wo sind eigentlich die Töpfe geblieben? Im Feuer vielleicht? Nee, da hab ich gerade geguckt, da war nix. Irgendeinen Topf hatte ich von zerlegt. Ich hab noch Töpfe. Warte, tue ich ins Feuer. Ich hab die Töpfe noch in Grotte. Jetzt sind in jedem Feuer Töpfe. Wie die Mädels alles, das stimmt doch gar nicht. Die Mädels organisieren? Wieso? Bis jetzt sind doch Andi und ich, die hier uns gerade den Hals gerettet haben. Ach ja. Naja, gut, so halbwegs. War zwar leichter Tod, aber. Wie sieht's denn da überhaupt aus mit Speis und Trank? Ich könnte auch mal was trinken. Wäre mal gesund, ne? Der war hier drin, richtig? Ja. Zumindest mal ein Glas Wasser. Oh, wir haben ja schon Mega-Crushies, sehe ich gerade. Ausgezeichnet. Ich habe gerade einen Kaffee gefunden. Und mehr singen. Sehr schön. Können wir die erste Horde hier auf der Straße machen? Mega-Crushies. Naja, brauchen trotzdem noch Waffen. Ja. Ah, geht auch mit Fäusten. Knochen. Was wolltest du skillen? Mit Essen? Ja. Gut, dann gehe ich woanders rein. Ach ja, Skillpunkte haben wir ja auch. Da sagst du was. Ich habe auch 6 Stück. Voll vergessen. Aber solange die Nacht läuft, mache ich mal ganz kurz ein Päuschen, Kaffeebecher nachfüllen und mal ganz kurz eine durchziehen. Ich lasse laufen, ne? Dann könnt ihr den anderen hier beim Sortieren zugucken.
Du kannst das eh nicht pausieren auf dem Server. Warst du denn auch vom Land? Aber ich meine kein Pause-Screen oder so. Und dann mach ich vom Land wegen der Abend und du machst dann Koch. Gut, okay. So. Das dürfte ich nicht mehr so die Ausdauerproblemchen haben. So. Macht der Päuschen mittendrin. Messing, komm mal rüber. Was? Wie im Real Life, immer von einer Kiste in die andere räumen und dann meckern, wenn man nichts findet. Nicht bei mir, du. Ich hab immer Ordnung. Also so halbwegs zumindest. Guck mal, wir haben das Haus von Freddy Krüger gegenüber. Ja. Der Folterkeller. Welches ist das? Das Grüne? Grüne gegenüber. Mhm. Ah. Das mit dem Folterkeller. Ja. Ich hab gleich noch ein bisschen was für euch, was ihr wegsortieren könnt. Ja, ich bin ja schon fleißig dabei. Ja, wir sind ja gerade. Boah, ich schmeiß das einfach in irgendeine Kiste hin. Denn... Liegen jetzt unten noch Schlafsäcke? Also ich hab meinen jetzt hier oben. Meine... Ich hab meinen auch hier oben. So. Ich hatte gerade eben schon Schönling an der Backe. Hier unten liegen ja noch zwei Schlafsäcke. Meiner ja, aber die. Aber meiner ist, meinte ich, hier oben jetzt. Meiner ist auch oben. Meiner liegt auch oben. Wieder, aber dann ist der nur noch, der, dann funktioniert der unten nicht mehr. Nichts zu holen hier in der Bude. Ach, er ist schon wieder am Looten. Jetzt weiß ich, warum er sagt, er bringt gleich wieder mit, dass wir sortieren können. Ja, meinst du, ich sitze die ganze Nacht auf dem Dach? Ah, so viel habe ich ja jetzt auch nicht gefunden, ne. Ein bisschen Munition, Stoff. Hab ich Dennis zu verdanken. Wieso mir? Ich habe dich nicht umgehauen. Ich habe auch nicht den Wolf da umgehauen. Nee, das war der Wolf. Und das war nicht ich. Der Wolf hat mich ja auch umgehauen. Das war ein böser Wolf. Ehrlich. Neben dem Bett war noch was im Boden? Okay, ich guck. So. Einmal Karte. Wo war jetzt der Helm? So, warte. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich war hier bei eurem Händler noch nicht. Hm. Tatsächlich, du hast recht. Danke. Das habe ich nicht gesehen. Oh, und dann noch eine gute Rüstung. Anziehen, sagte ich. Jemand von euch schon eine AK oder sowas gefunden? Nee. Nein. Ich habe noch nicht mal eine Donnerbüchse, aber ich habe die Munition gefunden, ja. Super. Ja? Munition ja, aber nicht mal die habe ich. Ich bin reich, ich habe 4 Jetons. Habe ich auch schon. 5. Puh. Ja, was denn? Hast doch 5. 4 Geld reicht doch. Oh, hier könnte man auch eine richtig schöne Festung draus machen mit unterirdischen Bunker und alles drum und dran. Bloß, es gibt ein Problem. Was? Wo war? Wir haben keinen Bohrer, oder was? Ja, das auch, aber wo war jetzt die Leiter, wo ich nach oben komme? Ah. Hinten. Ja, hab sie schon. Nee, hab sie nicht. Okay. Hä? Da! Oh, Mann. Orientierungssinn wie ein Toastbrot. So, da ist er wieder. Weppe. Weppe. Ein Weppe. Ein Weppe. Ich habe doch eine Fackel, die könnte man noch mal hier hinbauen irgendwo. Nein, ich hatte eine Fackel, die ist runtergefallen. Ich klatsche meine da mal hin. So. Ja, toll, so geht das, ne? Ich weiß nicht, warum meine jetzt hier runtergefallen ist. Ich habe auch noch eine Kerze irgendwo. Ich versuche ja gerade noch ein bisschen noch ranzukommen. So. Achso, ich wollte ja gerade mal gucken. Au! Wer war das? Ich nicht. Ich nicht. Ich habe doch nur mal die Kisten sortiert. Ich war's nicht. Ich war's diesmal nicht. Oh. Barnabas-Ammo ausgezeichnet.
glaube, ich weiß, wer das war. Ich wüsste es, aber ich verrat's nicht. Irgendwas haut mich hier. Mehr Barnabas. Hat sonst noch jemand eine Barnabas gefunden? Sonst würde Nein, ich die Nein. Nein. Okay, Nein. Okay. Ich habe immer noch einen stolzen Langknüppel. Das klingt verkehrt. Ja. Ich meine einen Holzknüppel. Die Frauen haben wahrscheinlich schon Pistolen und MP5. Nein, habe ich auch noch nicht. Leider nicht. Keine Ahnung, warum mir 5 Schlafsäcke gehören. Ich weiß nicht, welcher meiner ist. Angeblich ist das hier deiner, auf dem ich gerade stehe. Sagt er mir zumindest. Steht eigentlich dran. Ja, das scheint auch meiner zu sein. Meiner ist da hinten. Das müsste meiner sein. Das stimmt. Ja. Okay. Dann gehört der hier keinem, oder? Ich hab meinen hier. Hier. Nö, da steht nur Bedroll. Steht aber kein Name bei. Also wenn da kein Name? Tschüss. Och, ne. Hey, das ist doch eigentlich BMs Part mit dem Runterfallen. Was ist denn jetzt los? Du hast mich auch runtergeschubst. Im Leben nicht. Nein. Ob es hier unten noch irgendwas zu looten gibt. Ich wollte mal ein bisschen Stoff sammeln. Vielleicht kann man sich denn schon mal eine Rüstung bauen. Oder Leder oder so. Aber hier ist alles ziemlich ausgeräubert, wie es aussieht. Ja, dir steht noch offen die Fabrik. Ja. Gute Idee, bin gleich wieder da. Da vorne ist, glaube ich, ja die Jong Tower. Das da hinten ist der Higashi Tower. Irgendwo habe ich vorhin noch einen großen Crackebook gesehen. Ach denn. Dann ist es ja kein Problem. Ah, zu doof aufs Dach zu hüpfen, Mensch. Wahrscheinlich wäre ich echt gleich wieder da, aber anders als ich dachte. Auf meinem Schlafsack wahrscheinlich gespawnt. So. Stühle sind immer gut, die muss man auch mitnehmen. Free Wood ist always, weiß ja. Eine der Damen hatte den Schlafsack nach unten liegen. Ich glaube, unten liegt jetzt gar keiner mehr. Ich habe den von unten aufgesammelt und hier oben hingelegt. Dessen liegen hier jetzt 5. Ich weiß bloß nicht mehr, welcher von denen das war. Meine liegt auch noch unten. Ich habe oben 9 hingebaut. Genau. Das erklärt so einiges. Ich habe auch 9 hingebaut, deshalb liegt der noch unten. Hier ist jetzt nichts. Alles klar, deshalb haben wir hier den Schlafsack durcheinander. Rumpft hier irgendwas? Keiner da. So, warte mal. Ich habe die Quest doch gemacht. Das heißt, der Händler müsste irgendwo... Oh, hier ist ein Bär. Ein Bär. Bär? Ach nee, ich sehe schon mit dem Bär an. An der Außenmauer. Und ich weiß nicht mehr, wo es hochgeht. Ich finde ja, hier ist echt ein Bär. Hier. Komm, Andi, hau ihn um. Das schaffst du. An welcher Außenmauer? An der Außenmauer vom Gelände. Richtung Osten, glaube ich. Ja, dann hat es auch keinen Zweck. Dann können wir höchstens warten, dass er durchkommt und dann vielleicht versucht mit Pfeilen oder so, aber... Ja, auf die Mauer rauf. Hier über den Müllkübel auf die Mauer. Aber ich nicht. Wir haben kein Licht, ne? Ein bisschen doof ohne Licht. Warte mal. Muss doch gehen, ich habe noch eine Barnabas. Das will ich sehen. Da ist er doch. Ach, notfalls hast du die Keule. Wenn ich ein bisschen Beleuchtung hätte, wäre vielleicht nicht schlecht. Hallo Bärchen. Ich sehe gar nichts. Warte mal. Reloading. Ich komme mal zu dir und dann gibst du mir mal die Lampe und dann mache ich dir Licht. Gebe ich dir die Lampe? Die fällt bestimmt auf den Bären, wenn ich die jetzt drauf hier. Ich treffe den von hier nicht. Ne, hast du auch keine Pfeile oder so? Ne, habe ich geschrottet. Bleib hier, Bärchen. Dieses Nachladen, das vergesse ich immer. Assi, schönen guten Abend. Ja, toll, ich habe nichts. Ich habe. Dennis, wenn du ihn treffen willst, geh mal in die Hocke. Oh, stimmt. Ich vergesse die Hocke immer. Ja, ich bin nicht so fürs Schleichen. Ich bin normalerweise mit dem Kopf durch die Wand, bis ich tot bin. Komm mir bloß nicht zu nah mit deiner komischen Keule, du hast mich eben schon wieder getroffen. Ich will da den Bären treffen, nicht dich. Naja. Oh Mann. Wird's bald.
Wessen Idee war das eigentlich gleich von... Au! Summer! Yay! Tot ist er. Ich sammle ihn mal ein. Oder hat einer von euch ein Messer? Ja, ich. Du hast mich mit der Donnerbüchse einen verbrutzelt. Ach, das können höchstens 2-3 Kügelchen gewesen sein. Stell dich mal nicht so an. Das war doch nur ein Fuß. Das war doch nur ein Fuß. Ja, das sind Mitspieler, du. Ein heimlich mit der Donnerbüchse in den Rücken. Ich muss mir das echt mal markieren, wo diese Leiter ist, ne? Ich verlaufe mich jedes Mal. Ich setze da mal mit einen 50 hin. Fleisch? Ja. Ja, tu mal in die Kiste. Ich habe schon mal 4 Speck mit Eiern, könnte ich machen. Dann kommen da noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben nämlich noch einiges an Eiern übrig. Das ist cool. Yay. Eier sind immer gut. Achso, Skillpunkte, da war ja was. Wie gesagt, Norsi, wo willst du denn reinspecken? Wollen wir mal. Ah, toll, ich gehe auf die Toilette. Ich habe mich verlaufen. Also, ich habe. Vielleicht machen wir da unten mal so Durchgänge. Also, ich habe bis jetzt eigentlich einfach nur Ausdauer gespielt, sonst nix. Ja, okay. Wegen der Schmiede oder so. Will einer von uns mal eine Schmiede? Stimmt, das sollte mal einer machen. Ja, das könntest du gerne machen. Das habe ich noch gar nicht. Genau, brauchen wir ja irgendwann. Mal die Schmiede. Alter, ich komme hier nicht hoch. Mensch. Stirb! Dann die hier so runtergemacht. Was runtergemacht? Die Leiter so doof. Andi. Ich kam nicht hoch. Ja, musst du hüpfen. Sonst kommen doch die Zamberinos da mal hoch. Weißt du doch. Ich tue es mal in die Essenskiste, WM. Ja, dann das? Hast du das Fleisch da drin. Genau, tu es in die linke, dann. Ja, wo okay. Das andere auch drin ist. Ja, perfekt. Oh, schon ein Punkt im Parcours? Ich weiß nicht. Parcours ist ja immer gut, ne? Ja, so gesehen schon. Du solltest aber allerdings nicht höher als Punkt 2 oder 3, weil sonst hast du ein Problemchen bei manchen Gebäuden. Ja. Oder dann lieber hier in schneller schlagen. Kommt da noch einer rein? So, ja, ein Hügelchen mehr. Haben wir Fleisch? Ja. Und wir haben jetzt, glaube ich, 13 Mal Speck mit Eiern. Das ist auch schon einiges. Oh ja. Durch. Kann ich mich ja gleich durchfordern? Ja, wir jeden schon mal 3. Dennis kriegt nur 2. Prost, Steve. Hab mir ein Bierchen aufgemacht. Braucht jemand das Rezept für Aloe Vera-Samen? Ja, ich nehm's gerne. Ich mach Medikamente und das. Und mach auch die Felder. Ich bin hier. Also wollt ihr rumsamen? Ja, ich besame auch die Felder später. Wo bist du eigentlich? Hier drüben in diesem komischen Fastfood-Restaurant. Ich durchforste hier gerade die Küche. Da ist die. Duct-Tape und Shop ein, Pat. So, Leder haben wir auch. Ist ja eh gleich Tag. Also, ich verkriech mich zumindest nicht die ganze Nacht irgendwo auf dem Dach. Also, ich habe auch Tierfett verloren. Eigentlich irgendeine Wasserquelle in der Nähe, außer diesem einen komischen Seenstück. Ja. Aber das geht eigentlich, ist nicht so weit weg. Gut. Okay. Schmiede ist unterwegs. Ach, baut schon. Wie viel Wasser haben wir eigentlich? Da können wir wirklich nicht mehr Gläser mit. Die. Was können wir demnächst gebrauchen? So. Schemdöschen behalte ich mal bei mir. Fürs kleine Hüngerchen zwischendurch. Ja, Schemdöschen sind immer gut. Zerlegen. Die kann ja einfach hier noch rein. Honig habe ich auf jeden Fall, habe ich jetzt hier oben da mal in der ganz linken Kiste drin. Ich brauche es ja zur Zeit komm doch nicht. Hier. Dann, so. 4 Uhr. Was machen wir? Mit Zombies kämpfen. Ich stelle erstmal gleich die Schmiede auf. Wo soll ich die hinstellen? 20 Sekunden noch. Gute Frage. Okay. Ich muss danke. Was essen und dann. Irgendein Gebäude gab es mal, ich weiß nicht mehr welche das war. Da durfte man keine Farmplots oberst darstellen. Da ist das Gebäude eingebrochen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das andere, wo das eine Auto im Café mit drin lag. Ja, Joe Steiner oder irgendwie sowas hieß das, ne? Ja.
das komplette Vorderdach runtergebrochen. Müssen hier schwere Pflanzköpfe sein. Kisten im Haus gelootet, alles durch. Ja, ich bin da eben mal ganz grob durch. Da war noch so einiges. Ja, ein paar Sachen waren noch. Mhm. Gut. Dann, ich wollte mal eben auf die Karte gucken und Richtung. Ich habe immer noch eine Buddelquest von Andi zu machen. Boah, ich suche hier jedes Mal die Leiter. Südosten. Ich habe da einen Rahmen hoch drüber gehängt, über der Tür, wo es zur Leiter geht. Ah, danke. Ich verlaufe mich da auch jedes Mal. Das ist furchtbar. Eigentlich da steht ja Exit dran. Das ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Ja, ne? Aber perfekt. Hier waren schon, war man schon. Ah, du kennst es doch. Wer achtet schon auf Notausgänge? Also ich müsste jetzt mal zurück zum Trader, um meine Quest einzulösen. Ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt. Der hat doch noch gar nicht auf. Trader muss ich auch demnächst. Ich hole noch eben Wasser und dann mache ich mich auf den Weg zum Händler. Ups, ja, ein Loch in der. So, die eine Kiste hier ist wieder voll. Die ist leicht unaufgeräumt. Tactical Coffee und Martina, hallo ihr beiden. Herzlich willkommen. Okay, Aisha, schön, dass du da warst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. So, zum hier Händler, auf geht's. Ich mache lieber einen Bogen. Andi, der Händler hat noch zu. Ja, bis ich da bin. Sammle ich noch ein bisschen Holz und so. Stimmt, da sagst du was. Bis ich da bin, der hat noch über eine Stunde zu. Ja. Ah, da kann ich noch ein bisschen Ressourcen farmen. Ich hole noch. Aber wir haben bis jetzt erst einen Schraubenschlüssel, ne? Ja, ich hab ihn. Ja. Hatte ich gefunden, hatte ich Glück. Multistream, ja, so halbwegs, Hasi. Also ich selber stream ja hier und Andi streamt noch auf YouTube. Genau. Also kurz gesagt, läuft das gerade gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch. Sozusagen. Ja. Aber die anderen beiden, nein, die streamen nicht. Noch nicht. Ne, BM? Noch nicht? Will MBM auch streamen? Ich hab nichts gesagt. Ja, nichts gesagt. Nein, ich hab das jetzt gesagt. So. Ja. Ich hab nur, das so war eine Frage, so mal in den Raum geschmissen. So. Okay, aber ich werde trotzdem mal jetzt ganz kurz eine Pause machen. Allerdings, wo sind die Frauen jetzt? Ich hole ja gerade mal ein bisschen Wasser, weil ganz ohne Wasser kommen wir nicht weit. Ich wollte gerade sagen, ich lasse es denn hier mal laufen, gehe nicht auf den Pausenbildschirm, dann kann man hier noch nebenbei der Frau beim Aufräumen zugucken, aber die sind ja nicht da. Die sind nicht da. Okay. Dann könnte ich mal wirklich langsam Richtung Händler. Wo ist denn der Händler jetzt? Oh, hat hier irgendjemand den Händler markiert? Andi, bist du beim Händler? Ja. Andi ist da, ja. Und ich bin auch gerade auf dem Weg dahin. Okay, dann markiere ich den mal. Und ich krieg Besuch von Alene. Da sagst du was, markieren. Also kann ich nicht in die Pause gehen. Alene rennt hier rum. Mach sie platt? Ist doch nur die kleine Alene. Okay, dann komme ich mal zum Händler. Schon erstaunlich, woher die genau wissen, wo die Leiter ist. Hm. Alene ist eine Schlaue. Eine kleine Schlaue. Und eine Tote. Aber was sie gerne mal wieder. So Steine klopft. Dann. Aber was sie gerne mal wieder einbauen können in 7 Days und damit meine ich in Vanilla, dass man die Zombies looten kann. Ja. Und wenn jemand eine schöne Quest kriegt, dann können wir die vielleicht mal alle zusammen machen. Genau. Die Gashi Tower. Ich habe immer noch die eine Quest von Andi zu machen. Vorräte buddeln. Stimmt, ich habe. Die habe ich ja vorhin erledigt. Die gebe ich ja nun gleich gerade ab. Ich weiß nicht, ob du die dann noch machen kannst. Alinchen sucht an. Mir zeigt er die ja noch an. Wie recht du hast. Ja, dann. Ich immerhin eine Schmerztablette. So, ich hoffe mal. Vielleicht machst du die dann noch schnell, Mausi, bevor ich die. Dann können wir die zusammen einlösen, vielleicht. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt mitkommen muss, damit der Kreis angezeigt wird. Ich laufe dir mal hinterher. Du musst also da sein. Ja, aber die Schatztruhe ist nicht da, solange Andi nicht in der Nähe ist. Das hatte ich von mit dir auch. Brauchen wir Leder? Soll ich ein paar Leder-Couch mitnehmen, oder? Ja, Leder brauchen wir immer. Und wenn wir unsere Rüstung bauen. Räum ich hier mal auf.
Person schnell im Biss gefunden. Diese Ausdauer. Und ich gehe da mal ganz kurz aufs Klo. Ich lasse es aber weiterlaufen. Vielleicht kommt ja irgendeiner von euch in der Hämmer. Ach, Mo, geh weg, Nerv. Also bis gleich. Jo. Ich geh. Mo nervt. Nee, das bin ich. Nee, ich sitze der da eben geröchelt hat. Ach so. Nehme ich mir mal Leder. Oh, wir haben eine Fabrik. Hier ist noch eine. Wollen wir da rein? Wir buddeln mal erstmal den Schatz hier. Hier ist das Apartment. Ja, also das Apartment fand ich jetzt noch ein bisschen. Anfängerhaus. Okay, da gibt man schöne Rezepte. Mit deinen Lieblings-Gallerinos. So. Müsste ja schon offen sein, die Kiste. Ja. War auch auf. Siehst du. Dann gehen wir jetzt zusammen zum Händler und lösen das ein. Ah, da habe ich 2 Puzzle-Questen fertig. Oh, siehst du. Können wir gleich neue mitnehmen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mitlaufen musste oder ob die Kiste sonst auch da gewesen wäre. Ja, aber Dennis hat sie nicht angezeigt, bis ich nicht in der Nähe war. Okay. Na, haben wir zumindest Leder. Hatten wir auch schon in der Kiste. Leder brauchen wir für alles Mögliche. Ja, und Duckertape. Ja, das habe ich jetzt nicht gefunden. Hatten wir schon 16 Ducktapes. Ja, ich habe ja ein paar für die Schmiede verbraucht. Ja, ist doch nicht schlimm. Das muss ja sein, ne? Sonst kann man ja BM, weiß ich nicht, vielleicht geil. Kannst komm her, du ja Freund. Auch schon... Ein paar Knochenkrochen zu Kleber und... Knochen haben wir. Albi. Anständig. Albi sei brav. Die Küche ist ausgeräumt. Ärger nicht das Mausilein. Ich hau dich mit dem Hammer. Mit der Axt geköpft. Genau. Okay, kurz vor 6 dann auf zum Händler. Die Baustelle. Ja. Wow. Okay. Habe ich schlechte Erinnerungen dran. Ja, 10 Demolisher. Ungefähr. Aber es war schon sehr eindrucksvoll. Guck mal, so noch pünktlich wie die Maurer da beim Händler. Moin, Rack. Hey. Ach ja, der Spinner. 20 Pipe-Bombs oder einmal Antibiotics? Ich glaube, ich nehme die Pipe-Bombs, oder? Ja, richtig. Hätte ich auch genommen. Aber mehr von. Oh, irgendwas in der Nähe hier. Nochmal vergrabene Schätze. Arzneimittel werden überbewertet. Ja, auf jeden Fall. Solange es fleißige Bienchen mit Honig gibt, brauchen wir den Quatsch nicht. Mann, ich habe eine Abpull-Quest von 173 Meter. Das ist auch gut. Das ist zumindest noch ein paar Zombies. Ich guck mal, was ich kriege. Ich teile meine Quest mal wieder. Und ich habe ja auch noch eine. Von Mausi, glaube ich. Auch vergrabene Schätze. So, jetzt mal im Gucken. Ich habe beseitige Zombies sind 173 Meter. Ich 142, jetzt zeig ich dir mal. Ich habe meine geteilt. Ja. So, warte. So, gucken wir mal eben. Kannst du deine auch teilen, BM? Ja. Ja. Okay. Ist bei euch angekommen? Ja. Ja. Ich hab sie. Gut. Gut. Zweimal säubern, einmal begraben. Einmal begraben. Erst säubern, dann begraben. Yay. Welche machen wir denn zuerst? Hier die Tier 1 Clear, die ist am nächsten dran, ne? 168 Meter oder was? Ja, können wir gerne machen. 142 zeige ich dann mal an. Die von mir. 142,6. Ja. Ja. So, bin schon wieder da. 168,5. Ehrlich? Wie? Welcome back. Entschuldigung, Hilfex, das kam, weil ich das hier laufen lassen habe. Dessen habt ihr die anderen noch gehört. Ich war ja nur ganz kurz. Okay. Schnell eine rauchen.
Gut, ja, dann machen wir es genau drauf zu. Und jetzt sag mir bitte nicht, das ist die Bärenbar. Bell's Bakery? Nö, das ist die Bäckerei, ne? Ja. Oh Gott, Gott verdammt. Ist da auch Bären drin? Nee, ne? Nein. Okay. Brotfressende Bären. Nicht, dass ich wüsste, oder? Nur vergammelte Brote. Okay. Was glaube ich. Gut, die können gefährlicher sein als Bären. Name? Hallo? Wo kommen wir denn rein? Hinten rum? Hinten. Hab zum Glück zwei Monitore hergestellt. Hast du lang mal an die geguckt? Ach, hier war noch einmal Müll. Wenn ich annehme, dann sag Bescheid. Warte. Ja, ich bin auch da. Oh, warte, Dennis wollte noch mitkommen. Oh. Okay. Ich wusste nicht, dass ihr Quest geteilt habt, aber Taube irgendwann mir gerade geschrieben. Danke. Mir sagt ja keiner was. Bin eh gleich verhungert, ich habe nichts zu essen. Doch, im Ofen drei Eier mit Speck für dich. Mindestens. Also ich meine, müssten einige drin sein. Ich höre Mono, gucke Stereo, das kann man auch machen. Ja, Moment, ich bin doch gar nicht zu Hause. Erstmal beim Trader, dann muss ich erstmal nach Hause Essen holen. Stunden später. Ich weiß schon, wie ich den Stream nennen werde nachher auf YouTube. Warten auf Northlight. Komm, in der Zeit, so bis das Dennis da ist, können wir hier schon mal ein bisschen Cobblestone abbauen. Wir können ja doppelt looten, genau. Ja. Ja, das bringt ist eine gute Idee, das bringt mehr. Ja. Bis der mal in die Puschen kommt. Ich kann doch nichts dafür, wenn ihr das Essen zu Hause lagert. Ja. Ja, wo sollen wir es denn sonst lagern? Im Gepäck? Ich dachte, ihr bringt es mir. Sind doch nicht deine Dienstboten. Oh, sorry, Entschuldigung. Hey. Vorsichtig, ich wollte nicht hinter dir treffen. Ich dachte, das wäre der Zombie. Entschuldigung, Andi. Wollte ich den Zombie treffen. Oh Mann, verprügelt ihr euch jetzt schon selber? Ich sag ja, das passiert mir auch, wenn ich mit Andi zusammen spiele. Andi sieht aus wie ein Zombie. Bo hat sich die Hand eingeklemmt, da tut mir leid. Lass dich mal frei. Die haben gleich alles schon wach, bevor ich überhaupt die Quest angenommen habe. Ja, das kommt ja dann nochmal, ne? Dennis, wo bleibst du? Mein Essen holen. Immer noch? Ich dachte, du hättest schon nichts gegessen. Ich war doch noch beim Trader. Hinter dir Treppe hoch. Oh, Feuer ist aber nix. Doch. Oh, ja, kommt Nancy Nursey. Oh Mensch, ich wollte sie gerade. Ja, da ist ja noch ein Jo für dich. Wo seid ihr jetzt? Da hinten. Auf dem Dach. Ich komme mal zu euch. Aber ich habe immer Nancy so gerne. BM in Action. Die gibt es bald nicht mehr. Ich halt mich lieber fern. Soll ich die Quest starten, wo ihr drin seid? Nein, ich. Nee, die muss Mausi starten und dann können wir anfangen. Stimmt, ich kann sie auch nicht starten. Ich warte nur, bis sie dann runterkommt. Ja, Moment, jetzt ja, kommen wir auch. Oben Glückchen. Ich weiß nicht, ich vielleicht auch. Ich finde den Ausgang nicht. Kannst du ungefähr sehen, wo Mist, ich habe hier gerade alles aufgeweckt. Ehrlich? Scheiße. Wo bist du denn? Ja, ich komme hier oben. Nein, ich bin irgendwie. Ihr macht das schon. Was machst du? Herr Köln, bist du? Also theoretisch ist hier eine Luke mit einer Leiter. Kann man nehmen, muss man nicht, aber. Mach ich denn mal. Ich folge mal BM. Soll ich euch da jetzt runterholen oder was? Wir sind dabei. Ja, was machst du denn jetzt hier? Ich denke, wir wollen die Quest jetzt annehmen. Ich hab zwar Probleme mit rechts und links, aber navigieren geht immer noch. So. So, renn hier. Okay. Wieso ist denn hier schon alles wach? Los. Ja, das kann sein, weil ich da gerade vorbeigeschlichen bin. Bam, Alter, wenn Power. Du mich getroffen hättest, du kannst doch nicht hinter mir stehen und losballern. Nein. Ich hab doch neben dir gestanden. Ich sehe schon kommen, irgendwann habe ich Schrotkugeln im Hintern. Kann passieren. Muss mit den Zähnen auffangen. Mausi, du hast die Ranch, hier ist Messing. Mal im Fernsehen gesehen. Was? Wo? Wie? Wo denn? Im ersten Stock.
Ich bin doch hier. Doch, mehr singen. Ich bin doch da. Der ist sowas vom Messing besessen. Ich gib ihm doch den Branch, dann kann er doch selber dingseln. Branchen. Ich denke, du hast den Geier getötet. Ich habe ihn doch nicht getroffen, Mensch. Wo ist Alene hinter dir? Oh, da. Eine kleine Alene. Einfach mal draufrotzen mit der Rotze. Andi ist auch scharf am Schießen. Das klingt auch schon wieder verkehrt. Ich hab mein Täschchen. Ich nicht. Meins ist unten irgendwo. Aber ich habe ein eierloses Nest. Wo geht's hier jetzt weiter? Hier, ne? Ja, hier runter, glaube ich. Hier bin ich vorhin reingeplumpst. Ah, ich habe ein Buch gefunden. Was ich lesen kann. Mausi. Hier, Heizkörper. Messing. Nein, ich suche meine Tasche. Erst das Messing, dann die Tasche. Ist das klar? Ja. Messing und Kinder zuerst. Frauen kommen später, ne? So ungefähr. Oh, das habt ihr jetzt so gesagt. Das habe ich nicht gesagt, aber. Bleib liegen, Alene. Kümmere mich später um dich. Hier ist immer. Hier röchelt es immer noch. Irgendwo ist noch was. Genau. Ich glaube, ich weiß auch wo. Nö, hier nicht. Die eine ist hier oben. Ach so. Wo ist denn meine Tasche? Ich hab meine schon. Ich nicht. Heilloses Chaos. Hat er denn meine Tasche gesehen? Oh nein, hier, ich hab sie. Hängeäuglein. Das war Hängeäuglein. Ich hab sie. Gib den Schraubenschlüssel ab, dann kann er selber machen. Die Regel war, wer zuerst einen findet, baut Messing ab. Ach so. Bin ich ja froh, dass ich das nicht war. Kannst du da tauschen mit Mausi? Nö, alles gut. Nö. Wo ist denn der Clown jetzt hingelaufen? Irgendeiner röchelt immer noch. Ich glaube, das ist draußen. Nee, hier ist noch ein Clownsgesicht irgendwie, aber ich komme doch nicht zu dem hin. Ist abgesperrt. So, erledigt. Ach, du bist auf der anderen Seite, okay. Also bei mir ist die Return to Trader. Drück mir mal die Daumen, ich habe 3 Lockpicks, dass der Tresor aufgeht, ansonsten dürft ihr ihn aufkloppen. Oh, zu Hause in der Kiste sind ganz viele Lockpicks, habe ich vorhin gefunden. Und das sagt er mir jetzt. Ja, du hast ja nicht gefragt. Du musst die Antworten voraussehen. Na, es hat geklappt. Was ist denn da für Müll drin? Pfeile weg. Silberklumpen kommen mit. Ich dachte mir so, für Messing braucht man keine Lockpicks, deswegen erzählst du das auch nicht. Maus, ich habe noch ein Rezept Hopfensamen für dich. Oh, schön. Bier ist gut. Richtig schön große Bierfelder machen. Braucht man zwar zunächst, aber da ist meine Tasche. Ich habe meine schon. Also so ist okay. Es nicht. Ist die ganze Bude hier schon leer, oder? Wie schnell lootet ihr denn? Ja, da bin ich. Ich bin da durch die Küche hier. Da haben wir nichts zu melden, Norsi. Ja, merke ich schon. Was das reinramschen geht, da sind die Frauen schneller als wir. Ja, sie sind organisiert. Ist über Sachen im Sonderangebot. Wollten wir hier jetzt raus, oder? Ich meine, das Gebäude ist ja fertig, ne? Ja, geht hier nicht durch die Tür hier? Ist doch alles offen. Mausi, du hast auf mich eingeprügelt. Das war nicht neben, weil du mich in Brand gesteckt hast. Boah. Aua! Was macht ihr? Oh. Entschuldigung. Hast du mich gerade erschossen? Hast du mich gerade erschossen? Er hat mich erschrocken, er hat mich von hinten angepompt. Ey, guck mal, wir haben noch mal eine Quest hier. Wer hat noch hier die Quest? Aus Reflex, das kann sein, dass ich das bin. Ich konnte, aus irgendeinem Grund konnte ich die nicht zu weit entfernt.
Die kann ich nicht mehr. Nee, auch nicht. Ich auch nicht. Dann ist es nur aus diesem. Du bist bereit, den Felsen scheitern, wenn du weg bist. Andi, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Und wieder mal warten auf Dorslight. Das kann. Mann. Ich bin bewaffnet. Warten auf Northlight, nachdem du mich erschossen hast, ja. Ich glaube, es kann sein, dass wir beide die gleiche bekommen haben, aber dann müssen wir erstmal zum Händler zurück und dann muss man wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas muss das, weil ich kann nichts annehmen. Ich auch nicht, weil ich habe meine ja angenommen. Nee, ja, genau. Man muss sie einmal abgeben, sonst geht das nicht, das hatte ich schon mal. Sonst geht das nicht, aber zweimal das gleiche Gebäude ist auch doof. Eigentlich. Okay. Ich feiere dich, Andi, schreiben sie hier. Was? Aua! Mein Hester tot, nein! Und wieder war es Northlight, ist klar. Entweder es ist ein Dexter, der mich mit Minen aus der Welt pustet. Und zuckt. Ja, ich meine, ihr habt euch jetzt beide gegenseitig einmal umgebracht, ne? Bei Spielerkiss hat jeder eins da stehen. Ja, aber meins war versehen. Meins auch. Ich wollte den Knopf nicht drücken. Oh Mann. Meins war auch ein Versehen. Ich bin aus Versehen ausgerutscht auf die Maustaste. Gut, dann gehe ich zum Händler. Hier mit meinem Staff. Mann, jo. Wo ist er? Der Teamkiller. Danke. Das war jetzt eben aber wirklich ein Versehen. Jojo. Ich hab zwar meine Keule gehauen, aber du standst 3 Meter von mir weg. Ich wollte in die Luft schlagen. Aber du bist schön geflogen. Das sah gut aus. Jojo. Ja, ist gut. Ist klar. Ja, mit Permatas wird das hier nix. Nee, so nicht. Mit dem Team. Also, eigentlich ist der nur... Ich hab noch einen getötet. Eigentlich ist ja nur einer aus dem Team hier, der Querulanten. Oh, wer hat mich denn erschossen? Ja, das war ein Versehen, weil du mich erschreckt hast. Ah ja. Was machen wir mit Schatzkarten? Lesen? Okay. Ach ja, ich habe ja noch Quests. Jetzt komme ich hier nicht raus, weil er im Weg steht. Danke. Oh. War ich aber nicht. Oder haut hier einer drauf? Ja, Andi. Ja. Schießt hier schon wieder wie wild durch die Gegend. Ey! Du hast da was im Bein stecken. Darf ich das wieder haben? Das ist mein Pfeil. Der ist aus Versehen losgeflutscht. Ja. Ich habe eine neue Sehne, die wollte ich nur mal ausprobieren. Ja. Ah ja, so sagt man heutzutage. Dass Norsi jetzt auch eine neue Sehne braucht. Ja. Ungefähr Kniehöhe. Ja. Ich habe eine Quest geteilt mit euch. Okay, dann. Wo? Ach, da. 462 Meter? Kann sein, warte. Moment. Jo. 456, ja. Da kam noch eine. Noch eine? Oh, Leute, ich bin voll. Weniger trinken. Ja, vielleicht. Welche machen wir denn als nächstes? Egal. Egal. Ist gerade nicht im Angebot. Dann welches Dichter? Die Vorräte. Säubern, ja. 135. Wie säubern? Habe ich jetzt Quests, die ihr nicht habt, oder was? Ich habe hier noch vergraben. Es kann sein, dass das nochmal das gleiche Haus ist. Ich habe hier nochmal vergrabene Vorräte. Ja, die habe ich zweimal. Einmal vergrabene Vorräte, zweimal säubern, einmal abholen. Ich habe dreimal säubern, einmal vergrabene. Was? Also ich hab einmal abholen, zweimal säubern und zweimal vergrabene Vorräte. Okay. Dann. Ich komme schon gar nicht mehr mit, wer auf wie gestorben ist. Nicht nur einmal. Also die nächste wäre bei mir Tier 1 Clear, 136 Meter, aber das ist wahrscheinlich wieder die Bäckerei. Genau, die Bäckerei, genau. Ich hätte die zweitnächste.
ist Tier 1 vergrabene Vorräte, 350 Meter, 351. Ja gut, dann machen wir die. Dann nehmen wir die. Ich habe vergrabene Vorräte 310 Meter. Ich habe vergrabene Vorräte 306 Meter. 345 bei mir, kommt wohl immer drauf an, wer wo steht, wa? Ja. Wer bietet mehr? Okay, ich renne jetzt jedenfalls mal dem... Ja. Ja, ja, ich laufe mal in die Richtung. Ich renne jetzt mal hinter euch her. An... Schlimmstenfalls ist es eine... Von Andi halte ich mich fern, solange er eine Waffe in der Hand hat. Warte, bis ich Molotovs hab. Sternfrau, hallöchen, schönen guten Abend. Die sind in der Kiste, ne? Plus Rohrbomben. Ja. Ja. Mhm. Sind den hier gezogen, ist tatsächlich. Stimmt, Rohrbomben, da sagst du was. Da hab ich 20 Stück. Ja. Wo ist denn jetzt der Schatz? Keine Ahnung, ich muss einfach mal. Was, du musst sauber machen? Ja, ich wollte ja, eigentlich ich versuche da gerade hinzulaufen und ich komme hier irgendwie nicht von der Stelle, weil ich bin total überladen. Stell doch erstmal eine Kiste auf die Straße, tu da alles rein, kann man ja später wieder abholen. Sonst müssen wir auch mal ein bisschen verteilen. Mensch, Kapuzen-Hannes. Können wir jetzt alle so unterschiedlich schätzen? Nein, ich muss ja nochmal eben. Wollte mal den Holzkohlegrill nochmal. Northside ist schon wieder irgendwie 250 Meter weg und BM auch. Also ich glaube, BM und ich rennen gerade zum gleichen Schatz. Und ihr beide wollen ja. Das hin. Also ich bin jetzt hier. Ja, das ist auch der, der bei mir anzeigt. Hier war auch schon mal jemand, denn? Oder? Ja, hier. Hier hat schon mal jemand gebuddelt. Ja, hier ist so die Truhe. Konnte ich jetzt so looten. Dann ist das meine von vorhin? Oder? Das kann natürlich sein. Ja, die Quest ist jetzt fertig. Okay. Also ich hätte hier nochmal einen neuen Schatz ausgegraben, da wo ich jetzt gerade bin. Also mehr Schätze habe ich nicht. Denn? Da hinten, wo es rosa leuchtet. Leute, nimmt mich doch mit. Ich habe noch nicht mal den Schatz jetzt. Ich muss mir erstmal eine Kiste machen. Oh, Stück oder was ist das? Mausi, wo bist du? Da hinten. Ich komme. Vielleicht kann ich dir ein paar Sachen abnehmen. Bin ja schon auf dem Weg. Ein was Schatz für ein Chaos hier. Geht so. Nicht nur ich habe die 20 Rohrbomben. Oha, wer denn noch? Ich hab auf 20. Gib sie bloß nicht an. Ich hab auch 20. Verdammt. Ich hab die Molotovs in die Kiste gelegt. Ja, Mollys sind auch gut. Ja. Dann muss ich sie mir nachher mal rausholen aus der Kiste, wa? Oh Mensch, diese Ausdauer. Wenn das Huhn neben dir schneller ist. Und nebenbei noch ein Ei legt. Ja. Dann würde ich mir Gedanken machen. Ja, also Ei hat es jetzt nicht gelegt. Es war aber fast schneller als ich. Es kommt erstmal Steve. Andi, teil doch mal deine Quest, bevor du da rumbuddelst. Hab ich doch, oder nicht? Nee, ich hab keine mehr. Die ich jetzt gerade mache, die kann ich nicht mehr teilen. Die ist geteilt. Okay. Ja, da habe ich nicht die Option oben. Bei mir kommt nichts an. Ich habe nämlich auch keine mehr, die ich annehmen kann. Das ist... Oh Mann. Sonst wären ja oben die Männchen da zu sehen, wo man die teilen kann. Wo seid ihr denn? Warte, jetzt am... Da hinten buddeln sie. Ich buddel trotzdem mal mit. Buddel mal mit. Geht schneller. Ich... So, aber hier mal den Müll. Immerhin noch ein bisschen Kleber und Messing. Was? Ich kann es ja eh nicht annehmen, von daher. Was war das gerade für eine Fehlermeldung hier? Fehlermeldung? Ah ja. ich glaube, das hat was damit zu tun, dass hier, ich hier rumbuddel und ich die Quest nicht habe. Irgendwie sowas. Ach so. Dass das Objekt nicht anzeigt. So nach dem Motto, du darfst diesen Lehm nicht graben. Lass das gefälligst. Jetzt buddelst du nicht mehr? Jetzt gehst du einfach weg? Ich kann nichts machen, ich krieg pausenlos Fehlermeldung. Bei mir war es aber auch gerade irgendwas komisch. Ja, das hat, glaube ich, irgendwas damit zu tun, dass wir die Quest nicht haben. Und wer wirft hier mit Rohrbomben? Also ich mache nichts und habe hier dauernd nur Reference Exception und so weiter. Echt nicht? Ja, alles in Rot.
Jupp, das... Bist du gerade auf eine Mine gelaufen, Nancy, oder was war das? Nein, das war deine Rohrbombe. Andi, sieh zu, dass du den Schatz findest. Ich bin dabei. Ja, ich schmeiß doch nicht mit Rohrbomben, ich grab hier Schätze. Ich hab gesehen, dass sie von dir kamen. Ach was. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ja, Taube, irgendwas schreibt das mir auch, das vermute ich mich auch mal, weil... Doch, jetzt geht's wieder. Diese Schätze tauchen ja nur auf, wenn jemand in der Nähe ist, der diese Quest hat. Und da wir die Quest nicht haben, sagt das wahrscheinlich gerade die Fehler. Okay, ist ja doof. Na dann, müssen wir uns ja sputen mit dem Finden hier. Alter. Mann. Das taucht bei mir gerade im Sekundentakt auf. Ja, mach mal, ich bleib erstmal stehen. Ich hab irgendwie dann geh doch aus der Reichweite. Das versuche ich doch. Das Problem ist, ich konnte zwischendurch konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ja, das Problem habe ich ja auch. Ach ja, da kommen wir zum Marinos. Stimmt ja. Jetzt geht's wieder, ne? Das war echt der Schatz. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Das war der Schatz. Genau, und dauernd da oben ging das Menü auf und alles war rot. Das ist ja dann doch ein bisschen buggy. Das ist ja doof. Mausi, ich hab eine Rohrbombe. Vorsicht. Hihihihi. Rumsi, Bums, weg sind die Zamarinos. So. Ach, guck mal, Lossi ist auch wieder da. Nicht hauen. Hab ich doch gar nicht. Ich hab dir nichts getan. Nein, aber hattest du vor, hab ich genau an deinem Blick gesehen. Nein, was für ein Blick? Ich weiß nicht mehr, wie mein Charakter aussieht, warte mal. Du hast doch schon wieder ausgeholt mit deiner Keule. Ja, gut. Nicht mal ansatzweise ähnlich, aber... Wow, wie schön. Guck mal. Was, wie schön? Das ist doch nur eine Terrasse hier, oder was ist das? Nö, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Schwebende Bäume. Schwebende Bäume. Ja, guck dir doch den Baum hier mal an. Der schwebt in der Luft. Da hast du wohl wahr. Da hast du wohl wahr, ah. Also recht, also stimmt. Kohle! So, welche Quest machen wir jetzt? Müssen wir nicht erstmal abgeben gehen? Oder ich zumindest? Oder ich weiß nicht, wer die Quest jetzt mitgemacht hat. Hey, mit euch ist Chaos, du. Ja, ich denke, abgeben ist nicht verkehrt erstmal. Nee, Schatzkarte Dreck war es nicht, nur Bray. Das war, Andi hatte quasi Vorräte holen vom Händler. Oder buddelt man die auch so einen Schatz aus? Irgendwie scheint das buggy zu sein, wenn andere Spieler in der Nähe sind, die Quest nicht haben. Warum auch immer. Ich hab sie aber gehabt. Ja, du hast ja, auch ich hatte sie komischerweise nicht. Nee, ich hatte sie auch nicht. Aber dafür kam die Fehlermeldung. Ja. Elfenhexe schreibt gerade die beiden, der neue Film, Andi und Northlight, der Tod steht uns gut. Gab's nicht wirklich mal so einen Film? Der Tod steht dir gut? Irgendwas ähnliches, ja. Goldie Hawn und Meryl Streep, meine ich. Kann das sein? Der Tod steht ihr gut. Ich meine, von denen wäre das gewesen. Irgendwie war das schon älter, ne? Weil es gab's mal. Mit. Soll ich zweimal diese pflanzlichen Antibiotics nehmen oder 44er Magnum Ammo, 150 Stück? Gute Frage, ne? Wer weiß, wann wir den Magnum finden. Ja. Und was war das denn jetzt? Lieber die Medizin, oder? Würde ich sagen, wer weiß, wie oft du die noch brauchst, wenn du mir aus Versehen in die Keule löst. Okay. Oh. Do you have any jobs? Oh, die sind aber alle weit weg. Nochmal Vitamine oder Ödlandschätze? Den Band. Sehr gesehen die neuen Schatz. Ach, ich nehme die Ödlandschätze. Mausi, alles okay? Ja, ich guck grad, was ich noch hab. Einmal abholen und einmal säubern. Ich frag nur, du wirst immer ruhiger. Nee, alles gut. Oh, Entschuldigung. Danke. Ja, bin ja nur ich. Klatsch mir die Tür vor die Nase. Nein, ich war's auch. Ja. So, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz nach Hause, mal ein bisschen ausladen hier. Ich bin nämlich schon wieder ziemlich. Ja, müsste ich ja nicht auch mal, ne? Packt. Ja. Ist ja eh gerade in der Nähe, ja. Genau. Warum sind wir nicht in die Town Hall gezogen? Hätten wir schönen Ausblick da oben gehabt. Stimmt.
Und irgendwie finde ich, rennen wir ein bisschen eierig. Kann das sein? Was ist eierig? So wie bei Rennen. Sie sieht so ein bisschen eierig aus. Ja, gut. Ja, das stimmt. Als wenn man irgendwie... Könnte am Bier liegen. Ich hab keins. Das ist alles in der Kiste. Da ist eh schon wieder Chaos. Ich hab vorhin noch irgendwas reingestopft. Okay. Ich hab auch nur reingeschmissen vorhin. Siehst du, Andi, auch? Ah, wenn es halt schnell gehen muss, ne, dann... Ja. Und dann kommt man irgendwann nicht mehr hinterher. Wir kennen doch alle das Problem. War das jetzt mein Schlafsack hier hinten? Ja. Ey, der Automat hier funktioniert. Ja. Ja, ich hab vorhin schon gesagt. Ist euch was aufgefallen bis jetzt? Ja, ich hab den Weg direkt gefunden. Juhu. Und ich bin noch nicht einmal runtergefallen. Jetzt hast du es gejinxt. Nee, runtergefallen war nicht. Und du hast erstaunlicherweise noch keinen getötet. Ich nicht. Andere schon. Ja, ich sag nur Andi. Hallo. Tja, es gibt da mehrere Leute, die man hier angucken kann. Bei mir war es ein Unfall. Aber dafür habe ich einen dritten Honig gefunden. Oh, hier ist ja ein Chaos in der Kirche. Naja, gut. Meine Sachen haben noch gepasst. Ich habe auch noch einen Motor, den ich hier loswerden müsste. Hier da ist schon einer drin. In irgendeiner Kiste ist schon ein Motor drin. Aber die ist voll dann tatsächlich. Ja, dann... Aber hier war noch eine Dose Essen drin, die habe ich mal rausgenommen. Aber die habe ich hier nicht da reingetan. Tannenzapfen müssen wir nicht aufheben, oder? Schmeiß ich mal weg. Ja, mach das mal. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Lass mich doch erstmal hier kurz einmal meine Sachen wegräumen. Mensch, wir haben ja eine Schmiede. Ja, da haben die doch von gebaut. Aber ich habe nicht mitbekommen. Ja, du... Wieso habe ich denn jetzt, wo habe ich denn meinen ganzen, wo ist denn mein Holz geblieben? Jetzt habe ich hier tatsächlich alles ausgepackt. Oh, verdammt, ich nehme mal die Hälfte von dem Holz mit. Und eine Dose Essen kann ja nicht schaden, so. Wie sieht es denn überhaupt aus hier in Sachen? Hier sind 100. Noch, ach nee, Speck mit Eiern ist weg. Ich dachte, da wäre noch was drin. Ja, natürlich ist das weg, Norsi war doch am Feuer. Boah, was soll das sein? So klar, dass es dann weg ist. Ihr habt doch gesagt, ich kann das nehmen. Ja, aber wir meinen nicht 10 Portionen für dich, sondern anteilmäßig. Hast du wirklich alles, oder 11 Portionen, hast du wirklich alle 11 Portionen genommen? 5 sind noch übrig. Das ist ja fast Manier, was du da veranstaltest. Es kann nicht nur noch Wildbret mit Wasser kochen. Wir haben nicht mehr genug Eier. Gute Nacht, Taube Ingwer. Schön, dass du da warst. Oh. Taube ist raus, alles klar, dann schlaf gut. Ja, ich nehme sowas wörtlich, wenn jemand sagt, ich kann das nicht. Ich habe hier aus Versehen jetzt die Kiste geleert, aber... Alles klar, Taube. Danke, dass du reingeschaut hast. Es ist jetzt nicht mehr so ganz aufgeräumt. Ah, Andi macht das schon. Was, aufräumen? Ja. Ich mach das jetzt einfach nur, das Sortieren hier. Ich mach das mit den Sortierbutton. Weil ich habe aus Versehen das alles rausgenommen. Mit dem falschen Knopf. Hier liegt noch einmal Aloe Vera-Samen, Mausi. Wenn du das lernen möchtest, ist in der rechten, in der linken Kiste. Okay, ja, dann lerne ich es. Speck mit Eiern brauchst du nicht mal umsortieren, sind ja keine mehr da. Aber er hat doch noch 5 Potter gesagt. Haben wir gar keine Steine mehr? Und Steine hätte ich noch, also kann ich abgeben. Haben wir noch ein bisschen Holz irgendwo? Ja, in einer Kiste waren noch 400 und oder so. Da ist die Tür. Ich finde die Tür schon wieder nicht. Was seid ihr denn?
oben. Steine? Ein bisschen, aber ich sehe kein Holz. Bin ich entweder total blind oder sehe ich kein Holz? Doch, ich habe da eben... Guck mal, welche Kiste. Nur die Hälfte rausgenommen. Welche Kiste meinst du? Ich meine, das war die mittlere, wo diese Rohstoffgeschichte drin ist. Da, wo noch Honig drin ist, habe ich gerade Vitamine reingetan. Ja, genau, ganz rechts, hol nicht Vitamine, so ein bisschen Vitamin, ein bisschen. Da kann ich jetzt auch noch mal meine Schmerztablette reintun, die ich habe. Also Holz war definitiv in der mittleren Kiste. Aber da, ich sehe es nicht. Guck mal, bin ich blind? Ich glaube, Dennis hat's geklaut. Der ist auch so ruhig auf einmal. Was macht der mit dem ganzen Holz? Weiß nicht, er hat sich ein eigenes Feuer gebaut und macht sich Speck mit Eiern. Warm. Der wärmt die Dinger auf. Das reicht für 500 Portionen. Okay, ich brauch ein bisschen Holz. Ohne ganz Holz geht's nicht. Ich dachte auch, das liegt da aus Versehen drin. Ich hab's noch rausgenommen, um die Kiste aufzuholen. Ich hab noch Holz. Okay. Ich danke dir. Ich habe immer Holz bei mir. Hopfenrezept hattest du schon gelesen, Mausi? Ja. Okay, dann lese ich das auch. Einer hat da Heidelbeeren reingetan. Das dürfte Dennis, Dennis gewesen sein. Ja. Natürlich war Dennis drin. Und Schießpulver gehört auch unten in die Eisenkiste. Sag mal, laut euch bin ich wo alles, wa? Du bist generell schuld. Ah ja, okay. Egal ob einer stirbt oder irgendwas falsch sortiert ist, Dennis war's. Inspiration. So, wo sind denn die Männer? Was macht ihr? Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin hier in so einer Containersiedlung und loote gerade durch. Okay. Ich bin mit euch oben auf dem Dach. Gut. Ich komme aber auch gleich nach Hause, ich bin voll. Wo ist denn die Containersiedlung? Können wir eigentlich? Ich bin hier schon fertig. Oh, okay. Haben wir sehr ja, noch irgendwas? Schnell bei ihm. Naja, wir haben ja noch zwei Questen, ne? Ja. Aber warte, ich muss mich. Also mir zeigt vier. Zwei an. Ich habe einmal abholen und einmal säubern. Mehr habe ich nicht. Ich muss mich noch entleeren. Ich habe noch vier Stück. Dann irgendwer von euch hat nicht geteilt. Also ich kann keine von denen teilen. Ich habe nichts mehr zum Teilen. Meine habe ich alle geteilt. Ich gucke hier schon. Die kann ich nicht teilen. Die kann ich nicht teilen. Eine säubern, die kann ich aber nicht teilen. Die kann ich noch teilen. Aha. Und die auch. Dennis wieder. Natürlich ist Dennis echte schuld. Echte Kerle. Man-Eater. Die also eine, säubern. Genau. Aber die eine säubern 107 Meter, das muss ja doch mal diese Bäckerei gewesen wäre. Die kann ich eigentlich löschen, ne? Oder machen wir die? Ich hab die gelöscht. Okay. Das war ja zweimal dasselbe. Ja. Okay. Wie jetzt? Wie heißen die Quests? Säubern 107 Meter. Ja. Und wie heißt das Gebäude? Bäckerei, wo wir gerade drin waren. Moment, ihr macht mich schwach. So. Entschuldigung. Ich habe keine Säubern von 107 Meter. Ich krieg einen trockenen Hals. Ja, dann war die irgendwie auch. Also was machen wir jetzt? Echte Kerle oder abholen? 426 Meter. Abholen. Okay, dann nehmen wir die jetzt. Übrigens. Ich weiß nicht, wo das alles hingehört, aber hier sind die beiden Kisten sind schon wieder voll, die beiden linken. Oh, Alter! Zum Glück ist er nicht so im wahren Leben. Ich würde ihn erschlagen. Ich auch. Mann! Also, die könnt ihr später sortieren, da kommt doch noch mehr dazu. Es gibt doch so einfach nur Sortierbutton. So, springen wir mal runter. Jo. Gut, dann wollen wir mal. Da ist eine Rüstung drin. Wieso sagt mir das denn keiner, dass da eine Rüstung drin ist? Noch mehr Rüstung? Was, hast du mich mit dem Knüppel, jag ich dich in die Luft? Haust du mich, meinst du bestimmt? Und nur Brain schreibt, die Mädels räumen auf und du hast halt Müll die Kiste wieder zu. Ja. Naja, Andi ist ja genauso. Ja, dafür sind wir Männer. Hey, hepp.
Also ich habe die Quest jetzt angenommen und die zeigt er mir gerade nicht an. Warum nicht? 300? Ja, 380 Meter von hier 300, aus. Genau. Ich habe vergessen, was zu essen. Dennis, hast du noch irgendwas, auch irgendwie Essen im Gepäck oder so? Ja, ich hätte noch 5 Speck mit Eiern. Ja, dann bitte. Ich habe noch weniger als die Hälfte, ne? Ich gebe ich dir gleich. Weißt du, was du gleich los wirst? Ich gebe dir gleich alles. Njom, 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 njom. Ups, alle. Wenn er stirbt, könnten wir uns dann seinen Rucksack nehmen mit den Speck und den Eiern? Theoretisch schon, glaube ich. Ich bin tief orange. Soll ich das mal regeln, PM? Ich habe keine Gerne. Haus. Ich auch nicht. Hier, das ist die Bude, die uns damals eingestürzt ist. Das Burger Fries, Diner. Ja. Okay. Vorne, da haben wir alles raufgestellt, da kann man das ganze Ding runter. Wo sind denn jetzt die Eier mit dem Speck? Also ich bin bei der Quest, ich warte auf euch. Ja, wir kommen doch schon. Wir sind doch schon da. Wem gehört die Quest? Mir. Mir nicht. Ah, ja. Hallo, ich brauche was zu essen. Gib mir erstmal was zu essen. Ja. Ja, bitte. Hallo. Nicht da. Kriech vor Dennis rum. Essen, bitte. Ja. Und Dennis ich will so jetzt... fettigen was Mund macht, rum. Was macht das denn für einen Eindruck, wenn ihr hier die Frauen verhungern lasst? Na eben, also. Nur eins? Wolltest du noch ein zweites? Ich war auf weniger als der Hälfte. Ich hatte nur noch 2 Felder. Da liegt noch eins. Wo? Auf dem Boden. Ja, wo auf dem Boden? Hier. Ach, da hinten. Okay, danke. Ich muss erstmal was essen. Über Sicherheit. Mann. So, jetzt können wir. Okay. Timmerin. Was sollen wir jetzt hier? Achso, Kofferchen finden, ja? Jo. Oh ja, Mausi ist schon gut erzogen. Sie nimmt Heizung mit, gut. Na, Bibel, komm immer schön auf den Kopf und nochmal unten. Bleib doch mal liegen. Au! Das war ich nicht. Das war you. Er ist so dämlicher Hausmeister. BM, wo bist du? Ja, ne. Ach. Vielen, vielen Dank. Essen. Noch mehr Essen. Ja, normalerweise mümmel ich das abends, wenn ihr das streamt, mir meinen Salat. Aber ich habe gedacht, das kommt heute nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit diesen Salat knabber. Oh, Salat ist eigentlich eine gute Idee. Könnt ihr auch mal wieder essen. Ich habe auch noch nichts gegessen, ne, weil das heute alles so flink gehen musste. Ich habe nicht geduscht, nicht gegessen, nichts, gar nichts. Muss ich alles noch machen. Muss Prioritäten setzen. Das kam ja auch alles so plötzlich. Ja. Hat jemand Lockpicks? Hier ist ein Safe. Nein. Zur Not müssen wir draufhauen. Aua. Wisst ihr, was blöd ist, wenn du nicht ausweichen kannst, ein Zombie vor dir steht und die Keule kaputt ist? Okay. Chelsea habe ich. Mein Täschchen noch finden, das muss irgendwo weiter oben. Mein Täschchen habe ich. Irgendwo hier muss er sein. Irgendwo weiter oben. Ich nehme mal das Leder mit. Hier in der Wand genau, hier oben geht's ja noch weiter. Oh, ist nur aufgemalt, okay. Mist, hat keiner gesehen. Den habt ihr schon. Au. Hier ist noch eine Tasche im. Ist hier noch Bier drin? Nee. Aber wie lange leben die Mutti noch? Dann kipp doch mal um. So. So.
Hier ist noch eine Tasche. Machen und dann, eine Tasche, ja, das müsste in meine dem... sein. Das okay. müsste meine Tasche sein. Das ist meine. Ah, oh, hier ist der. An. Hier kommt der Schatz. Au! Ey! Oh. Was? Dann geh doch mal ein Stück zur Seite. Dann kann Au! Ich helfen. Sag mal. Das war ich nicht. Ich wollte diese Chef-Essenskiste erwischen. Ja, das ist Rache-Bearbeitsstück. Wenn Dennis sich so breit macht, ich meine, es ist ja kein Wunder, dass er sich breit macht, wenn er mal das ganze Essen auffrisst. Alter, von beiden Seiten. Hat jemand okay. schon die Tour geguckt? Okay, seid dabei. Ja, ich bin gerade dabei. Ich hab, hier waren nur 3 Dosen Lachs drin. Ich habe die für mich wichtigen Sachen genommen. Ihr könnt gerne den Rest haben. Oh, den Rest könnt ihr auch haben. Den Rest könnt ihr auch haben, danke. Steinsperr zum Zerlegen? Mhm. Echt? Lass mich ja in Ruhe, ich guck gerade in mein Inventar, ich sehe dich. Komischen weißen Kappe. Mausi, kannst du noch gefütterte Handschuhe gebrauchen? So ja. Armschoner? Ja. Ich bringe sie dir mit, die Männer haben es alles oben drin gelassen. Der Motto. Tactical sagt gerade, Essen ist heute Running Gag. Ja, das stimmt. Heute mal nicht Messing, heute mal Essen. Hier hinter dir. Ja, echt. Jeder geht hier nach meinem ja, Essen. Cool. Ah, oh, jetzt noch da rein. Dein Essen ist relativ, ne? Räumt sämtliche Lagerfeuer leer, aber sein Essen. Hm. Wir können eigentlich auch ein paar Blümchen für zu Hause mit. Also so eine nette Pflanze. Ronny, schönen guten Abend. Ich nehme ein paar Topfpflanzen mit. Auf jeden Fall habt ihr gesagt, ich kann das Essen nehmen. Damit ging es automatisch in meinen Besitz über. Ich habe gesagt, so. 3. Nicht alle. Ja. Von 3 war nicht die Rede. Doch. Hier ist noch wir haben Heizung. Gesagt, dass... hat keiner gehört. Mausi mit dem ja? Ranch. Hier ist noch eine Heizung. Oh nee, ehrlich? Ja. Oder bist du schon wieder weg? Dann lass den Scheiß drauf. Wo bist du? Oben noch. Hast du gerade gesagt, dann lass den Scheiß doch. Messing wird mitgenommen. Hier durch, da hinten. Ganz ehrlich, was machen wir denn mit dem Messing? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Essen, weil Dennis nichts übrig lässt. Dann lutschen wir auf dem Messing. Oh, hier ist noch was unter dem Bett. Das ist auch die reinste Erfüllung. Oh, 3 Schienen. Ich hab den Bauplan für den Lenker vom Fahrrad. Und? Psst, Leute, nicht verraten. So. Was nicht verraten? Nichts, da war noch was anderes drin, aber das war nicht so interessant. Eine Ranch? Nein. Kann Dennis sich angucken. Ich habe einen Grill. Mich wahrscheinlich umbringen. Ich bin doch schon gar nicht mehr da. Ich habe einen Grill rausgefunden. Ich bin doch schon im nächsten Gebäude, Mensch. Ja, ich auch. Was habe ich denn jetzt hier? Die Stühle, die kann man auch wegfrenchen besser. Ne? Ach, wenn du hier schon... auf der Etage hast du schon alles, Dennis? Ja, hier war ich schon. Wo seid ihr denn jetzt? Im Nebenhaus. Außer Verbänden, den guten, die lassen wir natürlich drin. Braucht ja kein Mensch. Ich glaube, hier im Haus ist alles. Hier ist nicht viel, außer schicke Tapeten. Bildhübsch. Hm. Die gelben? Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Die gelben sind nicht gerade hübsch. Ach, die kriegen wir bald ins Schlafzimmer. Die grünen sehen aber auch ein bisschen angeschimmelt aus. Die kriegen wir bestimmt nicht ins Schlafzimmer. Ich meine, sag mal, du kannst es natürlich auch so sehen, Mausi. Dann machst du vielleicht relativ flott die Augen zu, wenn du die im Schlafzimmer hast, die Tapeten. Und morgens beim Aufstehen auch blind ins Badezimmer, Taste. Schnell aus dem Bett raus. Schnell weg. Genau, fall um, Madel. Nee, ich fall aber nicht um. Ich hab alleine getötet, die Kleine. Du kannst ja nicht Andis Freundin töten. Natürlich. Die ist letztes Mal mit dem Hausmeister fremdgegangen. Ich hab die im Wandschrank erwischt. Ja, genau. Aua. Frechheit sowas. Dieses Luder. Oh. Tü-tü-tü-tü. Hast du was Brauchbares gefunden?
Nö. Ah ja. Schmeiß es weg, BM. Ich deponiere es. Ich könnte es ja hier im Briefkasten deponieren. Kann man das nicht rein? Dann findet er das doch. Was seid ihr überhaupt? Also Dennis, ist wie Ostern. Wenn er was im Briefkasten findet, wer was im Briefkasten findet, darf es behalten. Ja, ah ja. Okay. Okay. Interessiert so, haben nicht. Wir noch, machen wir noch eine Quest oder was? Oder wie? Oder was machen wir nun? Keine Ahnung. Ich müsste jetzt erst alleine zum Händler wieder zurück. Okay. Was? Sind wir jetzt allein in Walter Flur? Ja, Mausi bestaunt die Tapeten noch wahrscheinlich. Oder ist er nicht dabei? Einrichtungsvorschläge, Inspiration. Mausi durchsucht jetzt jeden Briefkasten. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich nehme das Zeug jetzt mit. Sonst habe ich definitiv ein schlechtes Gewissen. Oh, ich muss es ihm ja nicht geben. Ich kann es ja Spaßbremse. Okay. Irgendwer prügelt sich hier. Ist er wer? Ja, irgendwas ist hier. Irgendwas geht hier. Nossi erkenne ich an seiner weißen Paperboy-Kappe und der prügelt sich gerade mit Kajarinos. Okay. Also es ist jetzt wirklich im Briefkasten geblieben. Ach so, okay. So großes Fragezeichen. Er rennt. Großes Fragezeichen. Falscher, wir machen ja kalt. Ja. Falscher, noch kälter. Nein, falsch. Wie groß sei es? Ein bisschen wärmer, immer noch kalt. Ich gehe zum Händler. Wärmer, kälter, bisschen wärmer. Es gibt ja noch mehrere, es gibt ja nicht doch hin und her, sondern es gibt ja noch kreuz und quer. Ich gehe zum Händler. Mal ein bisschen mehr in meine Richtung, Dennis. Wo bist du denn überhaupt? Ach ja. Ja. Du bist das Pinke da vorne, ja. Stimmt. Und so. Und gibt es hier noch Briefkästen? Nein, nur nicht, gar nicht. Alter, also was könnt ihr doch nicht hier lassen? Das kommt mit. Ich habe jetzt auch nicht mit einem riesen Freudenstein gerechnet. So, yay! Was kommt, Alter? Könnt ihr doch nicht hier lassen. Ich wollte es ja nicht wegschmeißen, aber BM hat sich übers Herz gebracht. Ich frage mich. Anstatt danke, BM. Ich frage mich ja allen Ernstes, wie du überhaupt geschafft hast, Munition herzustellen für die Horde. Welche Horde? Wollten wir jetzt auch Sachen. Geld eingeschmelzt. Eingeschmelzt? Wir haben noch nicht so viel Geld, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Mal abgesehen, dass man. Wir haben ja. Abgesehen, man braucht ja auch einen kleinen Notvorrat. Wir haben ja noch nicht mal was zum Verschießen dieser Munition, die wir eventuell herstellen. Also ich jedenfalls. Immerhin, nicht. Ich habe einen Kochgrill gefunden. Ja, und ich habe eine Barnabas. So. Und Dennis hat Messing, das kann er dann schmeißen. Und ich habe ein Schmerztablette. Eieieiei. Ich taufe mal zum Händler. Mal sehen, was er für mich hat. In die Richtung sozusagen. Genau, ich habe ja auch noch eine Kuriertasche, die ich abgeben kann. Wer war das denn jetzt? Also, das war ich jetzt wirklich nicht. Ich habe die Idee zu Hause. Nee, das war so eine weiße Kappe hier. Vor mir. Und auf einmal explodiert es. Ich sag ja, lass Dennis nicht mit irgendwas Explosivem oder Brennbaren spielen. Das geht nur in die Hose. Das kann nur schief gehen. Na. Eben Sack. Schmeiß es lieber auf die Zombies, die hier gerade aus dem Haus gefallen sind. Ach da. Level up. Warte. Nein, Dotter. Meine Maus spinnt rum, der wirft hier mal gleich mehrere weg. Mhm. Au! Mensch, ja. Ich will doch nur meine Rohrbombe wieder haben. Aber die pure Shit. Aua, Mann, was bin ich denn dafür? Ich gehe jetzt zum Händler. Ja, ich auch. Schlag doch alleine rum mit dem Typen da.
Du standst rein zufällig im Weg, dafür kann ich nichts. Ja, ja, schon klar. So, wie immer. Vergrabene Vorräte, zweimal vergrabene Vorräte ist irgendwie nicht das Wahre, ne? Nicht wirklich. Das andere ist über einen Kilometer. Ich nehme mal nichts an, weil vergrabene Vorräte bringt nichts. Und das andere ist alles fast um 2 Kilometer entfernt. Da haben wir nicht viel von. Okay, Nacht, Steve, schlaf gut. Danke fürs Zuschauen. Spreche dich doch mal selbst, das ist etwas schief gegangen. Das ist, das Ding sollte eigentlich Andy treffen. Immerhin, wir haben es gehört. Gibt ja eh Videobeweise. So. Wer? Komm mal her, Willi. So. Wir regeln das. Ich habe wertvolle Eier besorgt für euch. Sehr gut. Ah, ein ganzes Ei. Ist Mausi noch da? Ja, ich bin noch da. Nee, nee. Eingeschlafen. So mit dem Kopf auf den Tisch. Na, sondern früh am Abend. Nein, ich bin noch da. Ich bin hier gerade nur an meine Sachen ordentlich zu sortieren. Wo lauft ihr denn jetzt hin? Machen wir noch eine Quest oder? Ich wollte mich nur. Ich wollte noch ein bisschen. Ja. Ich wollte noch ein bisschen prottellos werden. Genau, das wollte ich auch, ja. Kurz entleeren, die nächste Kiste voll Müllen. Gut, gut. Diese Ausdauer, ich bin Wieso auch überladen. Ich habe keine Ausdauer, ich habe aber auch keinen Punkt mehr, ne? Doch, ich habe noch einen Punkt. Dann kann ich ja nochmal Ausdauer machen. Ah, Athlet. Geht jetzt ein bisschen besser. Ich habe auch noch 2 Pünktchen, fällt mir gerade mal so auf. Ja. Was machen wir denn da? Ich habe Ausdauer genommen. Aber ich meine, gut, jedem besser eine. Lucky Luther vielleicht mal ein Pünktchen investieren? Was funktioniert? Kann kein auch Stück. Nicht schaden. Nee, schaden kannst nicht. Das funktioniert aber wirklich kein Stück. Hier hatte gar keiner die Gefrierschränke kontrolliert, da war noch Zeug drin. Essen, sozusagen. Wieso stehen denn hier so Holzrahmen auf einmal? Ja. Also einen habe ich dir über die Tür gemacht, wo es zur Leiter geht. Ansonsten weiß ich nichts von Holz. Ja, aber hier oben vor der Leiter stehen Holzrahmen. Mhm. Einen habe ich jetzt weggenommen, sonst komme ich ja nicht an die Leiter. Keine Ahnung. Ja, ich habe gar nicht Parkour, ich kann ja nicht 2 Holzrahmen hochsprengen. So, dann kann ich zumindest schon mal den Kochgrill in einen So, wollen wir die nächste Quest machen? Alter, ja. Der schmeißt hier alles so rein. Ja. Kurz auspacken. Ich habe hier noch aber irgendeine Quest mit irgendeiner Ranger-Station. Einen Moment mal. Guck bevor mal hier. Ich habe uns was fürs Auge mitgebracht. Wo ist Dennis? Da. Stehen bleiben. Kopfpflänzchen. Haben wir noch irgendwas zu essen? Immer hoch. Also in den, im Feuer ist jetzt nicht, da müssen auf jeden Fall noch Dosen drin sein. Ist eine der Kisten irgendwie eine Händlerkiste schon oder so, wo so Verkaufskram reinkommt? Okay. Na, dann packe ich. Ich nutze die erste Box mit rein. Ich habe auch noch Shamway gefunden und anderes. Ist jetzt hier in der linken Kiste. Wenn du was zu essen brauchst, dann bedien dich. Na, ich meine, ich habe ja noch Speck mit Eiern, ich wollte nur auf Vorrat. Ja, falls unterwegs mal irgendeiner von uns zufälligerweise Hunger bekäme, rein theoretisch, hätte man ja was man dann eben auch völlig selbstlos, ne? Und so weiter. Wieso ist denn... Mausi muffelt heimlich Salat. das kommt bestimmt, weil BM vorhin gesagt hat, sie muffelt sonst Salat. Aber jetzt ein schönes Salatchen. Nö, ich hab schon einen. Den habe ich vorhin schon bei Andi eingeweiht. Entschuldigung, bitte, was sagtest du? Auch so ein 2er Knüppel? Nein, hab ich. Aber ich könnte noch eine 2er Axt gebrauchen, wenn jemand noch eine 2er Axt hätte oder herstellen könnte. Hier ist auch noch eine 2er Schaufel drin. 2er Axt müsste ich auch für sich.
machen kann, glaube ich. Nee, auch nur eine Einser. Ja, Knüppel kann ich Zweier machen. Ich kann jetzt. Ja, Knüppel habe ich auch zwei. Ich kann eine Zweier machen. Ja, das wäre super. Vielen Dank. Ich brauche. BM, da ist ja noch viel Fleisch und Eier drin. Willst du dann nochmal? Ja. Haben wir denn irgendwo Pflanzenfasern? Ja. Ja. Wie viele Echse hättest du denn gern? Eine reicht mir. Eine. Ich habe auch noch eine. Gut, dann mache ich zwei. Wieso habt ihr schon so viel Rüstung und ich nicht? Habt ihr mich vergessen? Nein, ich habe immer mit dir geteilt. Wirklich. Ja, du ja. Dennis mal wieder nicht, ne? Alter, wie laufe ich schon rum, Alter? Ich habe das gleiche an wie du, mehr habe ich auch nicht. Hier ist eine Axt. Ja, cool, danke. Und hier ist die zweite Axt. Okay, dreimal, wo ist die zweite? Hier, genau, danke. Also dreimal Fleisch mit Eiern geht jetzt noch. Lass Dennis nicht allein am Feuer. Der steht schon wieder da. In der Abstellung. Group Rain schrieb gerade, da hat einer, der mit N anfängt und mit T endet, den Schalk im Nacken. Anscheinend. Das ist aber jetzt sehr freundlich formuliert, Group Rain. Aua. Wer war das? Der Schalk. Ah ja. Die, der hinter dir steht. Die hinter dir steht. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Der König. Ja, den hab ich verdient, danke. Ja, definitiv. Aber ich hab doch nur die Axt genommen. Die tut nicht so doll weh. Norsi nimmt immer gleich den Knüppel. Der macht auch nicht mehr Schaden. Manjo. Ich habe auch nicht mit der linken, nur nicht mit der rechten Taste zugeschlagen, nur mit der linken. Und welche ich Quest auch. Wollt ihr machen? Ich habe hier noch irgendwas mit der Ranger-Station. 687 Meter entfernt. Ranger-Station ist gut. Also Stufe 1. Stufe 1, alle haben Schuhe an, nur ich nicht. Ich habe keine Schuhe. Ich habe aber... Ich immer noch paar. Ich habe... Könnte der höchstens die... Möchtest du die Lederstiefel haben? Nein. Ja, gerne. Ich mag keine Lederstiefel. Ja, andere habe ich nicht. Ich könnte dir wirklich nur die Lederstiefel geben. Ich suche mir selber welche. Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Was bist denn jetzt so? Kann wohl nicht angehen. Ich habe dich nicht mal getroffen. Natürlich. Warum guck schmeißt mal auf einer Leben. 529 Messing raus? Oh, Mausi, du Spielverderber. Jetzt kriegst du aber auch mal eine verpabbelt. Mann, Mann, Mann. Geh weg. Ich war das nicht. Mausi hat das rausgesammelt. Und oh. Verdammt. Diskutiert das mal unter euch aus. Ich habe das Gefühl, die beiden bringen sich gleich wieder um. Ich weiß schon, warum ich lieber für mich alleine spiele. Na, trau dich doch runter. Trau dich. Spring doch. Oh, scheiße. Echt, ist wie im Kindergarten. Wieso wie im Kindergarten? Bleib doch mal stehen. Genau, fang mich doch. Andi ist tot. Oh, das ist aber gemein jetzt. Weil der liegt hier doch mit seinem Bogen im Arsch, aber gut. Mit Bogen im Arsch alleine. Im Arm, meinst du? So. Mann, Mann. So, sagt er, das wäre geklärt. Okay, wo ist mein Rucksack? Ja, der liegt da immer noch. Ach nee. Wieso habe ich denn so viel Munition an? Ja, nur ist gut. Reicht dann auch. Alter. Sonst kommen wir ja zu nix hier. Alter, hast du ein Piercing im Hals? Wie ist das denn? Du bist doch keine 18 mehr, hör mal. Jetzt reicht's hier aber. Mir reicht schon lange. Mit dir, du Schlumpf. Oh Mann. Aua. Ist ja echt nicht wahr. Da unten stehen sie und prügeln sich. Aua. Ja, und vor allem, wir wollten ja noch die Quest machen, ne? Ärgert mich. Ist doch sowieso gleich Nacht. Wieso falle ich denn hier runter? Dann komm doch, komm hoch und wir machen die Klappe zu.
Oh Mann. Ich hatte was übel riechendes am Fuß, das wollte ich nur loswerden. Entschuldigung. Was war das denn jetzt? Vor allem eliminiert. Tut mir leid, Dennis, das war immerhin, keine Dennis ist jetzt auf. Da. Also machen wir jetzt diese Quest 600 noch was, oder wie? Ist doch gleich Nacht. Wollen wir nicht schlafen gehen? Vorhin, wo ist mein Rucksack? Habt ihr den zufällig aufgesammelt? Wo ist das Messing? Weggebackt, würde ich sagen. Nein, der ist nicht weggebackt, was sonst würde er den anzeigen? Wo ist denn hier Munition? In welcher Kiste ist denn Munition? Und wenn dann unten in der Eisen, unten in der... Was ist denn jetzt schon wieder mit dir? Hallo, verkehrt? Könnt ihr mal aufhören? Und hier unten in der Eisenkiste wäre Muni. Alter Schwede. Friendly Fire kann man das nicht nennen. Andi, warum liegst du? Ich wollte mir nur meine Sachen wiederholen. Anders ging das ja nicht. Ich hab doch gesagt, wir wollen schlafen gehen. Oh Mann, so, jetzt ist Schluss. Das ist very unfriendly fire hier, Leute. Ja, Friendly Fire ist, ist ungefährlicher als hier zwei. Nein, wieso hab ich ja jetzt den Müll hier? Pfeile. Wo ist mein Rucksack? Her mit meinem Krempel, du Dieb. Du hast doch meinen Krempel gehabt, Mensch. Mausi, sollen wir auch was machen? Soll ich auch was looten gehen? Irgendwie, bis die beiden fertig sind? Was Sinnvolles? Ja, können wir gerne machen. Bis die mal in die Post. So, hell mit meinem Krempel. Hau ab jetzt. Ich will meinen Krempel. Ich hab deinen Krempel nicht. Du hast meinen Krempel. Hab ich nicht. Doch, das war mein Rucksack, den du eingesammelt hast. Habt ihr es jetzt? Ich will meinen Krempel. Nein, haben wir nicht. Norsi hat schlechte Laune. Ich weiß nicht warum. Der jagt mich. Er kann das nicht mehr. Der Rucksack ist einfach verschwunden. Wo hast du denn die Knarre her? Ach Mist, den kann ich nicht auf. Oh. Komm mal, das geht irgendwie. Nun geht doch nicht, das wird doch gerade lustig. Oh. Außerdem ist doch gleich Nacht. So, ja, aber jetzt Frieden. Für wie lange? Ja, von mir aus schon lange. Ich wollte doch nur meinen Krempel wieder haben. Du bist doch der Streithammel hier. Wo ist jetzt mein Rucksack? Du hattest mir doch meinen Rucksack geklaut. Hab ich nicht, der ist weggespawnt. Nein, ist ja, der ist wirklich verschwunden, Dennis. Auf einmal war er da und auf einmal war er weg. Ah, definitiv, so. Ich hab's auch gesehen. Deswegen waren ja auch richtig. Meine vier Eier mit Speck in Andis Rucksack, ne? Nein, ich hab nochmal neue gemacht. Das sind die vier neuen, die du da siehst. Ja. Ich hab nochmal vier neue gerade gemacht. Die sind jetzt aber für jeden. Also ich meine jetzt nicht für Dennis nur vier, sondern eins für Dennis. Ich habe jetzt die Ahnenspelle. Ich habe keinen Rucksack mehr. Ich habe eine leere Knarre in der Hand. Was hast du denn überhaupt in deiner Tasche gehabt? Weil ich habe hier in die Kiste eben Pfeile und diese Schrotmumpeln da. Diese Barnabas Ambo hätte ich mal gesagt. Ja, die habe ich da. Ein bisschen Holz hatte ich dabei. Spielt mir das Lied vom Dumm. Ja, keine Ahnung. Ich hab Honig gefunden. Wo sind die Frauen geblieben? BBM. Ja, ich hab. Genau, wir. Ich danke dir. Wir looten hier gerade das nächste Haus. Irgendjemand muss ja gucken, dass es vorangeht. Ja, kaum kämpfen wir mal unser Leben und flüchten. Ja. Ich musste doch um mein Hab und Gut kämpfen. Wurde mir ja feige geklaut. Da ich hab keine Ahnung, Keller. Wo mein Stuff herkommt. Erst nach oben. Erst nach oben? Okay, gehen wir erst nach oben. Naja, jetzt ist wieder Frieden, jetzt ist wieder alles gut. Hast du denn meine Pfeile und die Barnabas-Ammo noch? Ich hab mich in irgendeine Kiste geschmissen. Ja. Oh. So viele Kisten Mist. Sind da hier nicht. Oh. So, ich habe jetzt nur noch mein Kram einstecken. Den Lockpick, das Holz, die Steine, die Chatots. Und die vier Speck mit Eiern. Ja, dann weiß ich nicht, wo das geblieben ist. Dann kann ich die Bahn aber auch hier lassen. Ist auch egal. Ne? Genau, wird überbewertet. Richtig.
Das Ding braucht eh länger zum Nachladen, als die Zombies sich töten. So, wo seid ihr denn jetzt alle? Freddys Haus. Wo seid ihr? Im Babyhaus? In Freddys Haus. Ach so. In Freddys Haus? Ja. Macht ihr dort denn? Zombies. Ja. Killen. Wo war wir machen das wenigstens was Vernünftiges. Haben wir doch auch gemacht. Ja. Vor allen Dingen, wenn euch hinterher die Hälfte von dem Krempel fehlt, den ihr vorher hattet. Das ist total vernünftig. Es ist super. Na, irgendwie ist das warum falle ich denn jetzt durch die Decke? Da war eine Falle. Okay, ach, das war eine Falle. Was war nicht meine Schuld? An dir dann gefangen. Ja, ja. Ich bin so ein friedliebender Mensch. Ja, Andi, du hast warum drei Spielerkills. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ach. Ja, sag ich doch. Alter. Jetzt spielt er hier schon mit dem Feuer rum. Ja, wenn du mir alles andere weggenommen hast, meine Pfeile und... Ich hab dir nichts weggenommen. Ich hab mir nur meinen Kram wieder geholt. Wer schießt hier? Mein Rucksack liegt jetzt übrigens noch in Freddys Haus, ne? Denk dran, es ist meiner. Okay, dann lassen wir ihn da liegen. Ich weiß gar nicht, wo hier die Action geht überhaupt. Im Keller. Irgendwo oben. Da hat mich Kapuzenwilli erwischt, aber ich war irgendwo in der Ecke. Wo ja, ich den habe ich gerade getroffen, glaube ich, den Kapuzenwilli. Ja, der ist böse. Ja, bei mir im Keller auch. Ja, genau, gib's ihm. Er hat mich niedergemacht. Du Schwein. Immerhin, ich habe mal einen Rucksack. Zum Glück war es nicht so weit weg. Ja, das stimmt. Oh, ein Bookshelf. Gleich dunkel hier, ne? Ja, weil man keine Taschenlampe hat. Ja, und kein Bergbauhelm, nix. Wir haben so viele... Umgelaufen. Ach, die ist leer, okay. Jetzt müssen wir nur noch... Da ist doch oben noch ein Schrank. So, da immerhin kommt mechanische dran. Teile. Sie sieht schon mal cool aus mit ihrer Brille. Die sieht da so auf. Es gibt in Seven Days Klamotten, die cool aussehen. Ist runter in den Keller? Bleibt ihr im Keller? Ja, ich komme. Ich leuchte euch mal. Könnte hilfreich sein. Ich hab schon gelootet. Oh, Plastik. Braucht jemand von euch eine Hose? Hab ich. Gucken. Nimm mal. Das ist eine gute alte Blue Jeans. Ja, ja, ich brauche eine Hose. Ich brauche eine Hose. Wo bist du? Andi braucht bestimmt eine Brille. Bin im Keller. Ach, hier. Ja, wenn du eine hast. Hier unten. Ja, gerne. Habe ich gerade fallen gelassen? Ja, habe ich. Danke. Ach, endlich eine richtige Hose. Siehst du, sieht doch cool aus. Ich vor allem mit den lila Stiefeln, ne? Mhm. Die vergessen hier wieder die Hälfte. Ich nehme mal die Stühle mit. Ammunition. Braucht noch jemand einen Zweier Bogen? Ja. Also so einen primitiven, ne? Ja, ja, klar. Wer von den Männern möchte die Werkbank lernen? Was ist da drin? Ich habe das Rezept für die Werkbank gefunden. Ich, her damit. Ist da oben auch noch was hinter? Ich sehe bloß nichts. Ja. Ich habe noch nicht gesehen. Die Schränke sind auch noch nicht gelootet. Aber es ist nicht gelootet. Ist noch jemand im Chat? Also ich lese den Chat, Elfenhexe. Ja. Dennis, hier, da. Donkey. Aber ich denke mal, da sind noch genug da. In der ersten Kiste liegen Pfeile. Bloß wahrscheinlich fassen sich mittlerweile die meisten auf den Kopf und denken, was machen die da? Mir zumindest genauso gehen. Nee, nee, was machst du hier? Ich? Bin nicht, völlig unschuldig. Nicht die. Ich leuchte dir mal den Weg. Ich bin mal so okay. Hopp. Dann stoßt dir doch die Rumsmurmel in der Dunkelheit. Mir doch egal. Du siehst mich doch gar nicht. Den was? Die Rumsmurmel. Ich wollte Norsi gerade freundlicherweise den Weg leuchten, haut er mir die Tür vor der Nase zu. Ach, du meinst, ja, also das ist der Kopf wahrscheinlich dann, oder? Rumsmurmel ist der Kopf, ja. Ah, okay. Braucht jemand noch ein T-Shirt oder so?
Ja, eigentlich brauche ich alles. Für mich gerade was alleine. Hier, das... guck mal. Ich kann es sogar nachvollziehen. Andi ja, hat hier wirklich den Massenmörder gespielt. Welchen Massenmörder? Was du hast bei mir den Massenmörder gespielt. Ich doch nicht. Also ich habe bis jetzt nur einen Tod. Ich danke Andi 4. Wie viel steht denn überhaupt? Bei mir steht schon, du hast 5. Stimmt, 5. Wie viel hab ich? 2, ne? Ja. Ja. BM? Ja, 2, ja, genau. Genau, ja. Einmal war gerade kurz ein Billy. Okay, hier war schon... Andi hat 3 Spielerkills. Ja, und du 4. Du Schwein. Doch. Das ist ein Berechnungsfehler. Glaube ich auch. Das ist ein bisschen buggy alles. Ja, ja, wir haben gar keinen getötet. Das sah nur so aus, dass es... Das waren alles Unfälle. Wir wollten das nicht. Genau. Kann ja mal vorkommen. Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Irgendwas wollte ich hier in der Base zu Hause. Ach so, erste Kiste. Du meinst die Fee, Kiste, sagte gerade, wo Norsi immer alles reinmüllt. In der ersten Kiste sollen meine Pfeile und meine Munition liegen. Aber da habe ich doch vorhin reingeguckt. Ach, da ist die Moon, ja, tatsächlich. Und? Pfeile Rhinos? Ziehe ich jetzt nicht. Naja, gut. No brain, vielleicht dezent. Das war aber nur größtenteils aus Versehen. An diesem läuft mir immer in die Keule, dafür kann ich nichts. Größtenteils aus Versehen. Ja. Wie soll man es denn sonst sagen? Größtenteils beabsichtigt? Ich will gerade meine Toilette looten. Wer ist denn hier an meiner Kiste? Ich. Warum? Weil ich da was gesucht habe. Wo ist denn... Ach so, Munition ist unten in der Metallbox. Naja, genau. Oh, den beschäftigt ihr euch mal mit euren Kisten. Wer stellt denn hier eigentlich mal Frames hin? Ich nicht. Ich wundere mich schon, warum meine Frames immer weniger werden. Irgendwie besteht die Stadt hier fast nur aus großen Gebäuden. Kann das sein? Nein. Mhm. Marzi, es tut mir leid. Was ist denn los? Was? Ich habe schon wieder aus Versehen die Kiste mitgenommen. Jetzt haben wir hier keine Ordnung mehr. Ich kann es jetzt nur noch... Ist du BM ist schuld. So schön. BM verursacht den Chaos. Und ich krieg dich schuld. Ja, immerhin. Ich verursache aber kisteninternes Chaos. Aber die Kiste, die... ne? Die erste Kiste ist doch die Grabbelkiste zum Aufräumen. Ja, ich wollte ja auch noch was reintun und habe dann aber die falsche Taste erwischt und habe stattdessen alles genommen. Und jetzt haben wir hier wieder... Wieso Elfenhexer No Brain geben mir recht? Mit was? Ich bin immer ganz lieb und brav, räume alles weg, töte keinen und ihr gebt mir wegen alles die Schuld. Du Arme. Bist du sicher, dass die bei dir im Chat sind? Oder ist das denn, vielleicht haben die sich irgendwie vertan, dass die woanders schreiben wollten? Nee, das werden sie bezahlt. Das werden sie gleich schreiben. Ich kann in die Zukunft gucken, das weiß ich. Die sind doch bestochen, hör doch auf. Womit soll ich denn jemanden bestechen? Weiß ich nicht. Mit Abos und so. Werbefreies Twitch schauen. Ich besteche keinen mit Werbung. Soweit kommt dann noch. Na, eigentlich schade, dass wir jetzt die Kanalpunkte nicht haben. Ne? Also, dass es noch nicht geht. Ja, kommt ja noch. Ich hätte jetzt glatt bei euch irgendwie eine Wanderhorde spawnen lassen oder so. Wie? Was meinst du mit bei euch? Ja, für uns alle wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ich bin ja nicht bei euch, ihr seid doch. Wenn die bei ihm spawnen, also über Twitch, dann haben wir die ja wahrscheinlich auch, ne? Ach so. Okay. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Aber wenn sie bei Dennis gestartet werden und ihr seid mit drauf, dann habt ihr sie auch. Okay. Ja, das meine ich. Ja. Brauchen wir Papier? Heben wir sowas auf?
Ja, ne? Also, weil ich, wenn ich das Video richtig verstanden habe von den Funpimps, kann man nicht nur damit Zombies so spawnen lassen, sondern auch Kisten oder Blutmonde kann man starten. Alles Mögliche. Ja. Jetzt ist mir kalt, Alter, warum? Hier sind doch noch Abendschuhe und ein Kampfanzug ist noch in der Kiste. Warum nimmst du das denn nicht? Mittlere Kiste. Doch. Nee, Andi. So. Andi sagt doch immer, er hätte kein. Andi sagt doch immer, er hätte nichts zum Anziehen. Mir fehlt nur eine Hose. Mittlere Kiste. Mittlere Kiste. Guck mal. Oder bin ich blind? Nee, ist schon richtig. Jo, hab ich jetzt nicht so drauf geachtet. Okay. Hab ich denn mal angezogen? Super. Ja, gut, ihr Lieben, ich muss langsam Feierabend machen, so leid es mir tut. Ja. Wie viel Uhr haben wir eigentlich in Ruhe? Ja, gut, irgendwann musst du ja mal was essen. Gleich. Okay. Ja, und auch ins Bett. Oh, das stimmt wohl, aber der Wardet. Ich lass mich erst nach Hause kommen. Moment. Ja, ihr könnt ja noch weiter zocken, der Server ist ja auch. Ich muss mich nur langsam mal verabschieden tun machen. Ey, das ist klar. Das ja, Problem also ist, ich habe auch noch nichts gegessen. Ja, es ist auch 10 Uhr. Wieso, du hattest noch Speck mit Eiern und davon viel? Ach, dieses halbe Essen hier, ich mache richtiges Essen. Das ist ja nicht mal mit Liebe gekocht. Oh, das nimmt BMD jetzt aber krumm. Ah. Er kocht immer mit Liebe. Das war da auch nur Spaß. Ich hab's dafür mit Liebe gegessen. Das glaube ich nicht. Du hast es auch mit Liebe geteilt. Zwar nicht freiwillig, aber mit Liebe. Mit knirschenden Zähnen. Naja, wenn es sein muss. Gut, also ich verabschiede mich schon mal von meinen Zuschauern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also ich habe selten oder lange nicht mehr so gelacht wie heute. War echt geil, hat echt Spaß gemacht. Können wir gerne demnächst mal fortführen, die Geschichte. Ja, vielleicht schaffen wir es ja bis zur ersten Horde. Ist das zwar chaotisch. Das wird zumindest das hinkriegen. Ne? Also bei der Horde sollten wir das nicht tun, mit gegenseitig töten. Ach, vielleicht, ich meine, wenn die Zombies dann im Kreis um euch herumstehen und anfangen zu klatschen und zu johlen, wisst ihr, habt das richtig gemacht. Die Zombies stehen unten alle und jubeln und kreischen. Feuer ja, ist an. Gut. BM fällt runter in die Meute, macht Stage-Diving und Nossi und ich hauen uns gegenseitig die Fresse ein und Maus ist die Einzige, die auf die Zombies schießt. Das wird lustig. Nein, ich werde mich bemühen, Mausi beizustehen. Naja. Gut, aber es hat richtig Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich logge mich da mal aus hier. Genau, und ich denke mal dann Freitag in Schweden. Ja, du zum Zugucken, ich zum... Ich Zocken. Zum Zuschauen, ja, auf jeden du Fall. Du machst den Mod. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich bin auch mal ganz gespannt. Gut, alles klar, ihr Lieben. So, dann, nochmal einen lieben Gruß an alle. Schlaft gut nachher, morgen einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi, ja. So. Aber ich werde mir... Ja, ich bin ja noch. Aufräumen lohnt sich hier nicht wirklich, ne? Nee. Ich bin da sehr mit viel Illusion rangegangen. Ich dachte, ach, ein schönes, herpiges, nettes System. Aber wenn hier alle 3 Minuten das zugemüllt wird, dann hat es überhaupt keinen Zweck. Gut. So, so kommt das manchmal vor. Aber gut, ich verabschiede mich dann jetzt auch von Twitch. Genau. Schön, dass ihr da wart. Ja, Berbin, ich mache auch gerade Schluss. Sag ich zu dir auch guten Nächte, natürlich zu allen anderen auch. Ja. Mausi, vielen Dank für die kurzfristige Einladung. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war eine super Idee. Hoffe, es hat viel Spaß gemacht heute. Geplant war es so nicht, aber wir können es ja gerne wiederholen. Machen wir. Wir machen zumindest weiter. Ja, das auf jeden Fall. Gut, und dann wünsche ich, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich wieder da bin, aber auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Andi Samstag vorhat. Oh, vielleicht hören wir uns da ja im Chat. Daher, tschüssi. Tschüss.